Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuesten Nerdship-Podcast. Welcher Teil das ist, habe ich gerade vergessen. Ich glaube, der vierte insgesamt. Wisst ihr es? Ja, es ist, der vierte. Wir hatten Pokémon. Ja. Wir hatten Horrorfilme. Ja. Und Buffy. Das waren zwar alles Mehrteiler, aber vom Team her ist es der vierte. Bei Buffy war ich ja nicht eingeladen. Das stimmt. Und ich war nicht dabei. Stefan hat im Nebenzimmer geschlafen. Genau. Die kurzen 9 Stunden, die es gedauert hat. Nacht. Du stehst morgens um 10 Uhr auf, wir sind immer noch dabei. Du denkst jetzt, Leute. Das war sehr informativ. Ein sehr guter Podcast. Wie viel Parts hatte der Podcast? Was? Wie viel Parts hatte der Podcast? 4. Ach, also er ging über 9 Stunden und hatte 4 Teile aufgeteilt. Ach du Schande. Es waren immer so 2 Staffeln. 2,5 Staffeln mäßig. Und Angel war ja nicht mal dabei. Es war ja wirklich nur... Naja. Hätte noch Angel mit reingepackt, ey, dann hätten wir den ganzen Tag noch da gesessen. Wäre nicht mehr pünktlich nach Hause gekommen. Also. Nee. So hätten wir dieses Triviale auch abgehakt. Dann kommen wir zu den aktuellen Themen, bevor es mit unserem richtigen Thema losgeht, was ich jetzt noch nicht verrate, obwohl es ja im Titel steht. Aber egal. Das können deine Zuschauer nicht lesen. Möchtet ihr mit euren Sachen anfangen, die ihr ja wahrscheinlich gar nicht habt? Naja, großartig. Was Neues passiert ist ja nicht, ne? Stefan, was ist bei dir? Was geht los? Was ist ab? Was geht ab? Ich hab nichts. Es ist nix hier. Voll öde. Voll einfach. Fährst du nicht nach England am Wochenende? Ja, für 3 Tage, um mir eine Uni anzugucken. Ach so, ja, das interessiert ja die Zuhörer nicht. Ich hab nur eine Semi-Neuigkeit. Und zwar, nachdem es ewig mit der Verwirrung weiterging und mich auf Messen und so weiter. Und auf du bist also doch schwanger? Ja, nein. Ich werde halt die ganze Zeit mit Horrorkissen angesprochen und es ist einfach nur pure Verwirrung, dass immer noch der Name Fuchs im Raum steht. Deswegen habe ich ihn gestern offiziell abgelegt mit einer kleinen Träne im Gesicht. Das Schöne ist, ich habe dich gerade bei Skype an und du heißt hier Fuchs. Schön, ne? Psst, sag das keinem, das ist halt mein... Was ist Fuchs? So hieß du doch nie. Horrorkissen hast du, hieß doch immer. Ja, das ist mein anonymer Name, damit mich keiner im Skype findet. Wer ist eigentlich Daniela Winkler? Nein, aber das ist einfach, ich denke, das war jetzt mal so langsam in der Zeit, auch wenn ich jetzt ein bisschen schwermütig, wehmütig bin, weil der Name habe ich jetzt schon ein paar Jährchen begleitet. Aber der wundervoll wohlklingende Name Horrorkissen hat sich ja durchgesetzt. Tja, früher hieß ich ja auch noch Hans Gruber zu guten Knecht im Internet, überall. Habe ich dann alles in Hugi geändert, weil es kürzer ist. Ja, fand ich schade. Ja, ist es auch, aber naja, was soll man machen? Ich habe 2 Serien, die ich in der kurzen Zeit, die zuletzt vergangen war, seit wir uns hier mal so getroffen hatten, geguckt habe, beziehungsweise noch gucke, weil das 2 aktuell laufende Serien sind. Das ist zum einen House of Cards, produziert von Kevin Spacey, der auch die Hauptrolle spielt. Geht's um Politikgedöns. Also es geht an sich geht es um ach Gott, wie heißt er denn jetzt? Verdammt. Frank. Scheiße. Jetzt habe ich den Namen auch nochmal vergessen. Supername. Frank, reicht ja auch schon. Egal, auf jeden Fall Kevin Spacey ist seine Rolle. Der ist, am Anfang ist er im Kongress als Kongressabgeordneter und hat im Prinzip, er ist so der krasseste Typ, was Beziehungen angeht. Er kann auch alles einfädeln und er versucht immer alles so zu seinem Vorteil hinzudrehen. Und die Serie fängt eigentlich damit an, also das ist wirklich in der ersten Folge, dass die Demokraten, er ist Demokrat, die werden halt, haben die Wahl gewonnen und haben jetzt den demokratischen Präsidenten. Und er war im Prinzip so davon ausgegangen, er hatte das halt schon alles so für sich hingeschoben, dass er ja Vizepräsident sein soll. Doch dann kommt es anders und der Präsident sagt, nein, ich brauche dich ja im Kongress, weil du halt der krasseste Typ bist. Du musst halt im Kongress bleiben. Und die ganze erste Staffel handelt dann im Prinzip davon, wie er versucht darauf hinzuarbeiten, denn dann doch Vizepräsident zu werden. Und es passiert ganz viel interessantes Gedöns. Man lernt tatsächlich einiges so, wie das funktioniert,
in der Politik und gerade in der amerikanischen Politik. Und es ist ein, ja, trocken ist es nicht unbedingt. Es ist halt sehr, sehr politiklastig. Es ist auch nicht immer so leicht zu verstehen, auch gerade auf Englisch nicht. Also das könnte man vielleicht auch in Deutsch gucken, dann ist es ein bisschen einfacher, weil es halt wirklich so viel so Fachchinesisch ist, genau. Aber es ist irgendwie immer, das die haben es, finde ich, sehr gut hingekriegt, dass sie zwar eine fortlaufende Geschichte haben, aber auch innerhalb dieser Folgen immer so einen guten Spannungsbogen drin haben. Also ich habe bei einigen anderen Serien das auch immer mal gehabt, dass so ich eher von der Gesamtserie getragen wurde als von den einzelnen Episoden. Aber die haben es wirklich so, ja gut, die haben natürlich auch viel gelernt, weil es gibt ja jetzt eigentlich nur noch gute Serien mittlerweile, sagt man ja immer so. Aber die macht das schon irgendwie sehr gut. Das hat mich auf jeden Fall sehr rangehalten. Gut geschauspielert natürlich. Ich habe erst ein bisschen Angst gehabt, dass das so, weil es halt mit so großen Vorschusslorbeeren im Prinzip gestartet ist. Kevin Spacey, halt bekannter Schauspieler. Auch die anderen haben alle irgendwie, sind relativ bekannt. Dann hatten sie in der ersten Folge auch schon wieder den Namen vergessen. Verdammt. Der Regisseur von Fight Club, David Fincher, genau. Hat Regie geführt und so. Also da waren halt die ganzen großen Leute dabei. Und ich habe dann erst gedacht so, ja, das sind jetzt die ganzen Guten, aber wissen vielleicht, die machen halt eigentlich ja Filme. Wissen die überhaupt, wie man gute Serien macht? Aber es hat sich gezeigt, sie können es. Und okay. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das ist wahrscheinlich nicht viel. Wo du jetzt von einer neuen Serie sprichst, fällt mir etwas ein, was doch einigermaßen, also es ist nicht neu, aber da der Podcast ja jetzt weiter pausiert ist, habe ich tatsächlich noch eine Neuigkeit, und zwar habe ich jetzt vor einer Weile angefangen, Dr. Who zu gucken, und darf mich dann jetzt, nachdem ich die 7 Staffeln der Neuauflage so durchgesuchtet habe, glaube ich, kann ich mich als ein, wie nennen die sich, Whovians? Whovians, ja, ich glaube, ich bin einer mittlerweile, so ganz schlimm. Da können wir spontan den Doctor Who Podcast machen. Ja, das können wir dann gerne machen, jetzt kann ich mitreden. Stimmt, ja. Gut. Und die andere Serie, die ich angefangen habe zu gucken, ist Hannibal. Oh ja, die wollte ich auch mal schauen. Ja, die war mir auch auf der Liste noch drauf. Genau, Hannibal läuft gerade noch, die 2. Staffel. Auch irgendwie gut, auch nicht. Also das sind beides so Serien, die sind nicht irgendwie, wo ich sage, das sind jetzt echt die perfekten Serien, aber die sind alle sehr gute Unterhaltung irgendwie. So, wo ich daran interessiert bin, wie es weitergeht. Und Hannibal ist, na gut, ist ja eigentlich selbsterklärend. Es geht dann um Hannibal Lecter, den kennen ja wahrscheinlich einige. Damals immer. Von Das Schweigen der Lämmer und Roter Drache. Nie von gehört. Da geschauspielert von Anthony Hopkins. Und jetzt ist es Matt Mikkelsen, heißt er, glaube ich, Hannibal. Und dem. Also im Prinzip ist es ja so die Vorgeschichte zu Das Schweigen der Lämmer und Roter Drache. Weil Hannibal da halt noch nicht. Es weiß noch keiner, dass er ein Kannibal ist. Außer dem Zuschauer natürlich, der weiß es natürlich. Und im Prinzip ist es so ein bisschen, ist auch immer so von Fall zu Fall, es tauchen immer wieder neue so Psychopathen auf, die das FBI halt aufhalten muss, mit Hilfe von Will Graham, dem krassen, ja, im Prinzip ist er kein FBI-Agent, sondern nur, er lehrt an der FBI-Schule. Und er hat dieses Talent, er kann sich in so Psychopathen reinversetzen, im Prinzip in jeden Menschen kann er sich reinversetzen und genauso denken, wie diese Leute. Und ja, der hilft halt dem FBI, Verbrechen aufzuklären, aber weil die alle Angst haben, dass der dadurch mal austicken könnte, weil das halt eine sehr psychisch belastende Aufgabe ist, wenden die sich an den Psychologen Dr. Hannibal Lecter, und der soll ihn halt unterstützen, dass er nicht abdriftet in den Wahnsinn. Und naja, kann man sich ja schon vielleicht erahnen, dass das nicht die beste Idee war. FBI. Klingt nach einer super Comedy. Ja, Spaß für die ganze Familie. Und es ist halt, also es ist echt ziemlich brutal. Ist ja jetzt auch nichts Neues mehr so fürs Dings, aber da ist es halt wirklich
sehr kreative Tode, sehr kreative Opferbringungen sozusagen. Man sieht sehr viele Kochszenen von Hannibal. Ja, ich bekomme immer zu hören von Leuten, dass das Essen immer so aus, lecker aussieht von dem Typen. Dann fällt das einem wieder ein, dass das Menschen ist. Tatsächlich, ich kriege die ganze Zeit Hunger, wenn ich das gucke. Das ist wirklich, okay. Er sitzt da, er holt sich irgend so eine Menschenleber, schneidet die auf und ich sitze so, hey, jetzt was essen, ey, das wär's eigentlich. Also, ja, ich habe es auch schon von anderen Leuten, die die Serie gesehen haben, auch schon gehört. Das ist auch einfach irgendwie so, ja. Man ist vielleicht mittlerweile einfach so, man weiß ja, dass es keine echten Menschen sind, vermutlich. Nehme ich an, zumindest. Nee, es ist auch eine feine Serie, bin ich auch mal gespannt. Also es wurde jetzt bekannt gegeben, dass die 4 Staffeln haben werden. Dafür ist vielleicht ein bisschen wenig Futter da. Also ich habe so gedacht, das endet mit der 2. Staffel irgendwie. Aber naja, das ist halt, gerade amerikanische Serien, die können ja nicht so schnell enden. Die müssen ja auch ein bisschen... Die müssen wir anziehen. Wenn es eine englische Serie wäre, dann wäre es wahrscheinlich nach der 2. Staffel zu Ende. Bin ich mal gespannt, wie sie das... Hyde war ja auch, ist ja auch sehr, nach einer Staffel schon beendet gewesen. Die war super. Ja. Naja. Aber ja, bin ich auch mal gespannt, wie das dann so weitergeht. Wie gesagt, die 2. Staffel läuft jetzt gerade aktuell. Die ist auch demnächst irgendwann mal zu Ende. Das waren meine 2 Serienvorstellungen. Alles klar. Was macht ihr da für komische Geräusche? Ich mach gar nichts. Okay. Ich auch nicht. Punkt 2 auf der Agenda. Das eigentliche Thema, wofür alle hergekommen sind, die hier zuhören. Und zwar Internet-Rezensionstypen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich den Podcast offiziell nennen soll. Ob ich ihn wirklich ich Internet-Rezensionstypen. Ja, perfekt. Ja, eigentlich passt es perfekt. Es ist nämlich so, Kinder. Ich erzähle die spannende Geschichte, jetzt auch die Entstehungsgeschichte vom Nerdship-Podcast. Denn ursprünglich sollte das allererste Thema vom Nerdship-Podcast Internet-Rezensionstypen sein. Ich muss mal Stifte weglegen, ich spiele die ganze Zeit damit und mache Störgeräusche. Damals war es nämlich so, und wir fangen auch, damit gehen wir praktisch auch, also ich kann es ja mal erklären für die Zuhörer, wir haben mal alle unsere Internet-Rezensionstypen zusammengefasst, die wir so gut finden, und ich habe hier eine Liste, wo halt alle unsere Leute draufstehen, und wir haken sie so unchronologisch ab, und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir mit dem Nostalgia Critic, aka Doug Walker, aka That guy with the glasses. Der Bum aus Bum Reviews. Aka, weiß ich nicht. Zod. Wie hieß er in Demo Reel nochmal? Oh Gott. Frank oder so, weiß ich gar nicht mehr. Nee, alles egal. Egal. Gut, dann erzähle ich mal die Geschichte zu Ende. Es war nämlich damals, zu der Zeit begab es sich, dass Doug Walker... Das fängt nämlich noch früher an, als ich euch gerade erzählt habe. Ursprünglich wollte ich das nämlich zum Ende, also als Doug Walker irgendwann mal bekannt gegeben hat, er hört auf, der Nostalgia Critic zu sein und macht was anderes. Damals wollte ich ursprünglich mit Nerdship Podcasts anfangen und halt das als Aufhänger sozusagen benutzen, als aktuellen Anlass, dass wir unsere Trauer damals, die wir alle empfunden haben, einfangen konnten, sollten. Aber hat dann halt zeitlich irgendwie nicht geklappt. Und dann war es kurze Zeit später, so lange war es ja gar nicht, so viel Zeit war ja gar nicht vergangen, da kündigte er an, dass er dann doch weitermachen will. Und da wollte ich dann eigentlich wieder mal anfangen mit dem Nerdship-Podcast. Aber wieder nicht geklappt, und dann hat es erst wesentlich später zum Release von Pokémon geklappt. Und ja, dann haben wir das halt als Aufhänger genommen. So war das damals. Dann... Erzählt doch mal ein bisschen was. Wie seid ihr zum Nostalgia Critic gekommen und was bedeutet er in euren Herzen für euch? Stefan, fang an. Also bei mir hat es angefangen mit dem Critic damals. Da ging es hin zu, dass wir diesen Comic machen wollten für den Nostalgia Critic. Für diese Convention in Wien. Und ich hatte eigentlich vorher noch gar nicht von dem Typen gehört. Ich kannte den eigentlich gar nicht. Bloß ich glaube, Michel kam an und hat gefragt, ob ich da vielleicht mitmachen möchte, für den Nostalgia Critic zu zeichnen. Und dumm wie ich bin, habe ich mir gesagt, ja, mache ich einfach mal mit, ne?
Und innerhalb von einer oder zwei Wochen habe ich mir dann sämtlichen Content von dem Mann reingezogen, plus die Ask That Guy with the Glasses Video, plus den ganzen anderen Vlog, den er gemacht hat, mit den Künstler Seiten, die er gevloggt hat, von den Convention Videos her und alles. Und über zwei Wochen lang habe ich mir echt das alles reingezogen und bin so zum Fan geworden und habe dann auch innerhalb von zwei Wochen diesen Comic gezeichnet für das Heft. So hat das mit mir mit dem Mann angefangen. Da erst also. Ist ja noch ein Welpe, was die Fandom angeht. Das ist ja süß. Stimmt eigentlich. Obwohl das ja auch schon wieder lange her ist. Wir können ja mal dazu... Zwei, drei Jahre oder so. Darüber reden wir dann später, würde ich sagen. Fällt mir gerade auf, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Da können wir ja von unserer spannenden Odyssee erzählen, wo ich euch ja eigentlich erst richtig kennengelernt habe damals. Stimmt. Auf dieser Reise nach Österreich. Oh, den Asylum Critic verbindet. Also, ich habe den Critic kennengelernt, als mir jemand seine Pokémon-Rezension geschickt hat. Mhm. Da war die sogar noch relativ frisch, also das ist schon ein paar Jährchen her. Und nachdem ich die Pokémon-Rezension geguckt habe und mich wie den Arsch abgehört habe, habe ich mir einfach alles vom Critic dann angesehen, als was da war. Und dann bin ich halt zum regelmäßigen Viewer geworden. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und dann, ich hatte vorher schon ein bisschen was gehört über den Nerd, weil die ja auch so einen kleinen Krieg hatten. Den habe ich dann sozusagen live mitbekommen. Das war auch ziemlich cool. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Fertig. Irgendwann habe ich was gelinkt gekriegt und dann habe ich angefangen, ihn zu suchen. Bam. Sehr gut. Schön. Ich bin auch ungefähr in der Zeit, auch während dieser... während das noch nicht so richtig lief, aber zumindest angefangen hatte mit dem Krieg mit dem Angry Video Game Nerd sozusagen. In der Zeit war das ungefähr. Bei mir war es im Prinzip einfach so, ich bin damals ja noch zur Berufsschule gegangen, war ja noch in der Ausbildung. Ja. Und einer meiner Auszubildenden, also im Prinzip ja war es mein Mitauszubildender, wir mussten ja immer blockweise, hatten wir Schule, Berufsschule und haben immer dann drei Wochen in einer Jugendherberge verbracht. Und wir hatten dann eigentlich dann nichts Besseres zu tun, als irgendwie Videogame-Nerd-Videos uns anzugucken. Und da meinte er irgendwann so, ja, da gibt's auch noch andere Leute im Internet. Und dann hatte er halt den Nostalgia-Critic. Und seitdem haben wir, weil der ja auch regelmäßig dann, also regelmäßiger, als der irgendwie Videogame-Nerd-Videos rausgebracht hat, hatten wir da einiges erstmal und hatten dann ja auch immer wieder... die Wochen über halt Videos. Haben es dann auch immer praktisch, immer mittwochs kommen die ja, glaube ich, raus. Ja. Ja, konnten wir immer mittwochs die neueste Folge dann auch gucken. Es war immer sehr schön, sehr heimelig, wenn ich da gerade dran denke. Und wenn wir das war auch, ja, irgendwie dann zu der Zeit, da war das dann auch, dass sie dann diese Crossover-Sache hatten. Mit dem Krieg vom Angry Video Game Nerd und dem Nostalgia Critic. Wir haben halt auch eine wunderschöne gemeinsame Vergangenheit mit dem Critic. Ist auch sehr schön. Ja, wollen wir die Geschichte mal erzählen? Komm, ja. Wer hatte das eigentlich in die Wege gelernt? Michael war das, ne? Michael. Ich glaube schon, dass er anfängt mit dem Comic-Heft da. Ja. Michael war das Jahr davor schon auf der. Also es geht um die Anni-Night in Österreich. Genau, und der Critic wurde dort eingeladen als Ehrengast, weil Österreich Arnold Schwarzenegger, und er hat halt sehr viele Videos von Arnold Schwarzenegger reviewed, rezensiert. Und als er dann da war, haben dann einige beschlossen, der Michael hat das dann auch in die Wege geleitet, dass wir einen That Guy with the Glasses Fan-Comic machen und ihm den dann persönlich überreichen. Genau. Genau. Also die waren im Prinzip das Jahr, der war zweimal in Österreich. Michael war, als das erste Mal da war, ist er da gewesen. Und ja, das Jahr danach, da hatte er dann praktisch die Idee, wir machen irgendwie einen Fan-Comic für ihn. Und ja, das haben wir dann ja auch gemacht. Das war auch so eine ziemlich Kamikaze-Aktion. Ich glaube, ich habe den innerhalb einer Woche gezeichnet. Ja, genau. Irgendwie die 12 Seiten oder so. Ja, und der Plan war dann halt, okay, wir zeichnen diesen Comic, fahren auf die Anni-Night, verkaufen den da und treffen den dann auch da. Den Nostalgia Critic und Spoonie war ja auch da. Und Benzei. Sein den wir übrigens Panda. Nicht auf unserer Liste. Und Reggie. Genau, der war und auch da. Und Mario, die Freundin von Benzai. Genau. Richtig. Und das Lustige war eigentlich, den Michel kannte ich so ganz gut eigentlich schon. Und Daniela, dich hatte ich, glaube ich, einmal erst
getroffen. Aber ja, ich hatte auf irgendeiner Convention auf der Dokumi. Nee, das war eine andere. Das war die Dokumi, ich weiß es ganz genau. Das war aber noch eine, die hat dich gemacht danach. Nee, die haben nur den Standort gewechselt. Ja, ja, genau. Ja, die Dokumi war damals nämlich noch in einem Gymnasium. Nee, 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 das war nicht die Dokumi. Das da war haben die uns Dokumi, Nein, nein, das war die in einer anderen Schule, nicht in Düsseldorf, wo wir den Wet T-Shirt-Contest gemacht haben. Das muss die Dokumi gewesen sein, weil wir bei dir übernachtet haben. Oh. Aber es gab aber noch eine, wo ich noch nicht genau wusste, wer du warst. Und es war nicht die Dokumi. Das war ja, es kann sein, dass wir uns schon mal getroffen haben, aber da haben wir uns ja nicht kennengelernt. Ja, ja. Da sind wir höchstens mal aneinander vorbeigelaufen. Am selben Stand haben wir gesessen. Nee. Egal. Egal. Es war die Dokumi. Worauf ich da sehr stolz war, war dann meine Mini-Heldentat. Bei auf der Annie Night. Ja, wir sind also ja gar nicht so weit. Ach so, ja, stimmt. Entschuldige bitte, aber ich bin da das Interessante an der Geschichte ist ja, dass wir uns überhaupt nicht kannten. Ja. Ich kannte dich halt erst einmal, hatte ich dich gesehen und Stefan hatte ich, glaube ich, auch einmal gesehen und hat vielleicht zwei Wörter mit dir gewechselt. Ich glaube, das hat es echt auch nur mal über das Internet mal drüber gelabert, das war's auch. Ja. Und das Lustige war halt so, ich hatte halt den Plan, der Jochen spielt ja auch noch eine wichtige Rolle, der mit Michel irgendwie im gleichen Dorf wohnt, näher an Österreich als wir alle zusammen. Und ich hatte einfach den Plan, naja, ich fahre dann halt zu dem Jochen hin und dann fahren wir nach Österreich. Und dann hieß es auf einmal so, ja, hier, kannst du nicht vielleicht noch den Stefan mitnehmen und die Daniela mitnehmen? Die wohnen ja irgendwie da so in deiner Ecke. Und jetzt habe ich so gedacht, oh Gott, muss ich ja die auch mitnehmen, ich kenne die ja gar nicht, aber dann stellte es sich als sehr angenehme Fahrt heraus. Ja, war schön. Ja, das war ziemlich cool. Ja, dann habe ich euch abgeholt und, oh Gott, wie lange sind wir denn gefahren? 6 Stunden? Ja, sechs Stunden habe ich wurde vom Jochen, ja. Ja. Und dann, 2 Tage sind wir gefahren. Und dann ging es ja vom Jochen auch nochmal weiter, nochmal 12 Stunden oder so. Sehr wenig. Wir hatten ja geplant, eigentlich zu schlafen, doch er hing ja die ganze Nacht fest, haben über Sachen, über Manga und die Szene und so alles diskutiert. Ja. Und dann wieder wir haben alle Dragon Ball Z Bridge Folgen geguckt, die ich kurz vorher schon entdeckt hatte und alle schon gesehen hatte, aber es war trotzdem nochmal sehr. Yeah, I can fly. Klassiker. Und dann sind wir auf der Anime-Night angekommen. Genau. Und wir standen dann in der Schlange. Und dann kam uns, während wir gewartet haben, dass wir reinkommen, kam uns der Critic mit Crew entgegen und sagte, ich bin gleich wieder da. Und dann war er weg. Es war eine Sache auch, dass der Jochen das Critic-Kostüm an. Ja. Und dann meinte, you're not the real nostalgia Critic. Wir waren an uns vorbeigelaufen und wir waren schon total gehypt, dass er an uns vorbeigelaufen ist und uns angeschlossen hat kurz, weil wir Hallo gesagt haben. Schon am Hyperventilieren, allein deswegen. Wir haben uns dann fertig gemacht in unserem Stand und der Critic kam halt nicht wieder. Genau. Und so, wir haben schon dann, gedacht, verdammt. Genau, und dann hatten wir halt, weil es war halt der Freitag und Samstag wäre halt mega voll gewesen, da hätte gar keiner Zeit gehabt. Wahrscheinlich, also die Critic wahrscheinlich erst recht nicht. Und wir wollten dann aber den Comic zeigen. Und Sonntag wäre ich aber schon wieder weg gewesen, weil ich musste zur Schule, meine Ferien waren vorbei. Und dann habe ich mit der Orga gesprochen, ob die nicht den Critic anrufen können, dass der zurückkommt, dass wir ihm diesen Comic zeigen können, den wir für ihn gemacht haben. Und dann hat er das, wie so eine, so als wäre das was mega Offizielles, hat er dann den Critic mit Crew zurückgebeten. Uni kam ja leider nicht mit, weil denen ging es nicht so gut. Mhm. Ja. Und dann habe ich unten gewartet, bis er wieder kam, so nach dem Motto, ich muss ihn jetzt empfangen und so, scheiße, was denn? Und dann kam der auf mich zu und ich spreche ihn an, so innerlich absolutes Fangirl-Gekreische und nach außen so mega professionell. Ja, hi. Und, hallo. Wir haben eine Überraschung für dich und wir wollten das heute machen, weil morgen Stress und bla und blub. Und dann so, ja, ja, klar. Und dann weiß ich noch, dass ich zu euch, dass er mir hinterhergelaufen ist mit der ganzen Crew und dann kam ich dann an zurück mit dem Critic und eure Gesichter waren eigentlich, war so goldwert, ich hätte am liebsten die Kamera. Das war so geil, wie ich hier geguckt habe, als ich da mit Critic und Benzai und Sam Panda und Co. angekommen bin. Das Bild war ja auch eigentlich witzig, weil wir waren mitten da beim Verkaufsstand, auf einmal kommt da diese eine Riesenwelle von Menschen an mit das Teil der Critic und einem Anhang von Menschen, die gefolgt sind. Alle folgen mich am stehen da vor unserem Stand und der Critic oder er mit der Kamera dabei alles am Filmen. Ja. Und ist dann da, Und dann hat er wirklich, haben wir den Comic in die Hand gedrückt und er hat dann den gesamten Comic einfach
vor Ort gelesen und wir konnten seine Reaktion halt aufnehmen. Ich habe auch einen Vlog zur Anime Night da gemacht. Das Ding ist auch komplett online, total uninteressant für jeden, außer für die, die dabei gewesen sind und die Fan von ihm sind. Ich glaube, der Einzige, der sich wirklich über diesen Vlog gefreut hat, war der Dave, weil er als einer der Zeichner nicht dabei war und die ganzen Reaktionen von Critic gesehen hat, wie er den Comic liest. Und danach war das dann irgendwie so, ich glaube, wir hatten vorher irgendwie so Spaß gemacht, so von wegen, wir gehen mit dem einen trinken. Und ich so, ja. Ich sorge dafür, dass wir mit dem einen trinken gehen, ich schwöre. Bin wieder da, mach weiter. Ja. Und dann hat er ja den Comic gelesen und ich so, das müssen wir feiern. Und er, ja. Dann, ja, hast du vielleicht morgen Zeit oder heute Abend Zeit zum Trinken? Und er so, ja, nee, Jetlag und morgen Stress. Habt ihr jetzt Zeit? Ja, klar. Ich glaube, der Stand war noch nie so schnell abgebaut. Ja. Das hat glaube ich, irgendwie 3 Minuten oder so gedauert, bis wirklich alles eingepackt war. Normalerweise dauert das eine halbe Stunde oder so. Ja. 3 Minuten war alles eingepackt und dann zack, mit dem in irgendeine schöne Bar und am Saufen. Ja. Mit dem Cocktails getrunken. Ich habe einen Zombie getrunken. Ich habe eine Pina Colada getrunken und bin fast an der Ananas erstickt. Weil ich habe so 2, 3 Sachen, wenn die erwähnt werden von seinen Critic-Videos, dann muss ich halt lachen. Und eines davon war da. Und eins davon war halt, er unterhält sich da halt irgendwie mit irgendwem, ich weiß gar nicht mehr mit wem genau, ich glaube Welchie oder so. Und ich esse dann halt gerade meine Ananas und der so, und ich musste so lachen, dass ich fast erstickt bin. Und der dreht sich immer nur total irritiert und so, was passiert. Was macht die komische Frau da? Ja, und einen Tag später war auch sehr geil, das war ja mit dem Stand, er hatte seinen Stand ja am Anfang des Ganges und wir den ganzen Ende. Genau, und dann, als dann, wir waren halt einer der Ersten und der Tisch neben dem Critic war halt frei und dann wir so, ja, jetzt ziehen wir jetzt einfach hin. Und dann kommen irgendwann die That Guy with the Glasses Leute an und was passiert automatisch? Er schiebt die Tische an unseren Rand, das ist praktisch ein einziger langer Stand. Und ich saß neben dem Critic-Koffer und dem Critic. Es war sehr schön. Den Critic-Koffer. Ja, es war sehr schön. Da war auch Screenload wieder da den Tag. Genau. Und es war echt so, als wären das einfach nur so, als wären wir Freunde, nicht Fans, sondern hey, seid cool und wir machen jetzt hier so einen gemeinsamen Stand. Yay. Die erinnern sich bestimmt nicht mehr an uns. Moment, das stimmt ja so gar nicht. Die Geschichte geht ja noch weiter, allerdings nur für mich. Ja. Und zwar hatte ich mich da mit Marion angefreundet, der Freundin von Benzai, hatte sie im Skype. Und sie hatte dann, war es halt gerade so dieser finale Film, To Boldly Flee sollte ja der finale Film sein vom Critic, wo er halt im Plothole verschwindet und so weiter. Und dann hatte Marion mich einfach mal angesprochen und sagte, hey, du singst doch, hast du nicht Bock, den Song für das Lied zu singen? Also den Song für den Film, das Lied für den Film zu singen. Und ich so, ja, nee, lass mal. Und sie, ja klar, ich gebe dir hier die Daten von St. Panda. Da habe ich halt mit St. Panda gesprochen und hat mir das Lied geschickt. Dann haben wir halt Testaufnahmen gemacht und dann kurz bevor es halt zur finalen Aufnahme kam, sagte er, ja, scheiße, die von That Guy with the Glasses, das ganze Team sagt, es sollte schon jemand singen, der in der Crew selber drin ist. Und ich so, ja gut, schade, aber naja, kann man nichts machen. Und dann schrieb er mich, glaube ich, 3 Tage später und sagte, weißt du, dann ist mir sowas von scheißegal, das ist mein Lied, ich mach, was ich will, du machst jetzt den Background. Und dann habe ich halt sozusagen die Zweitstimme eingesungen und er hat mir dann, also ich habe nicht gewusst, was er mit meiner Aufnahme macht und er hat mir dann auch ein Solo praktisch gegeben in dem Lied. Und ich stehe auch in den Credits, auf der DVD steht mein Name und das war ganz toll. Fangirly. Ja! Und dann war das auch so geil, weil St. Panda hatte das Musikvideo hochgeladen und dann wurde halt darüber philosophiert, wer die weibliche Stimme singt. Und dann haben sie halt Lindsay oder irgendjemand anderes von der Crew und dann immer St. Panda so, nein, nein, nein. Und dann habe ich halt drunter geschrieben, so, das war nicht. Und dann, ja, yay, fame. Und daraufhin hatte mich Linkara angesprochen, hat mich auf YouTube, hatte mir eine PM geschickt. Und mich gefragt, ob ich noch eine Aufnahme habe von To Boldly Flee, von dem Song, das nur ich alleine eingesungen habe und habe mich dann gebeten, sein Intro auch mal zu covern, weil er meine Stimme toll findet. Und dann bin ich gestorben, innerlich. Weil es ist schon irgendwie skurril, wenn auf einmal der Linkara so schreibt, hey, ich mag deine Sachen, hier. Gib mir was für mich. Bitte, bitte. Was für mich.
Und ich habe auch immer noch Sad Panda und Mario und ich glaube, Ben sei sogar auch im Skype. Schön. Random. Ich glaube, bei uns auch so war, das war halt im Nachhinein, wir hatten ja auch den Film gedreht, Mugi da. Ja, genau. Auch so eine schöne Sache, wo wir halt ja den Nostalgia Critic und den Spoolie dabei gekriegt haben, noch da mitzudrehen. Die wollten ja unbedingt in unserem Film mitspielen. Genau, ja. Die wollten ja unbedingt mitmachen. Das war echt schön geworden. Penetrant und nervig. War echt so aufdringlich. Ja, aber vor allen Dingen, man hat halt wirklich gemerkt, wie professionell die dann einfach und wie routiniert die einfach im Videodreh sind, diese Kleinigkeiten, wo Spoonie halt seinen Text hat. Ja. Und du siehst halt den Critic im Hintergrund, wie er dann so in die Kamera schaut. Das ist einfach nur episch. Ja, vor allen Dingen, die hatten ja im Prinzip alles improvisiert. Ja. Ich hatte dir nur ungefähr gesagt, was sie machen sollen, und dann haben sie das Beste rausgehauen, so im ersten Versuch, was jemals jemand gemacht hat. Ihr kennt das ja, ich lasse ja normalerweise immer Sachen 5-6 Mal drehen, genau. Bis ich zufrieden bin. Und bei denen hab ich gleich so viel Respekt gehabt, da wusste ich genau, okay, die kann ich das eh nur einmal drehen lassen. Hoffentlich wird das nicht scheiße. Und war es aber auch einfach beim ersten Mal halt schon. Ja, es war halt perfekt drin. Ja. Ja. Allein schon die Szene mit dem Critic, wie er halt dann die dich oder mich angeschrien hat. War einfach wunderbar. Wunderschön. Ja. Und dann war die Sache halt, nach der Convention hat das Bully noch sein Video drüber gemacht und der hat halt den Comic und halt so ein paar Artworks hier geschenkt bekommen, hat von uns halt da vorgestellt und gezeigt. Das war auch so ein kleiner Moment, so yeah! Ja. Wo ich immer überblättert wurde. Die ganze Zeit. Oh, meine das war hardcore. Ich wollte ja auch einen Comic-Beitrag machen. Ich habe ja nur das Cover in Anführungszeichen dann gemacht. Und das hat er dann auch, weil das in der Mitte halt als Poster-Zeugs drin war, hatte das dann so oft lange in die Kamera gehalten, darüber gesprochen. Und ich so, ah, wie geil. Da war der Spoonie echt abgefuckt auf deinem Cover. Ja. Aber er hat es gefeiert. Ich glaube, er hat sich gar nicht erkannt. Wahrscheinlich. Hey, das ist voll geil. Wer ist denn da? Ihr habt es euch ja teilweise einfach gemacht. Ihr habt einfach Spoonie mit einem Löffel auf dem T-Shirt gemacht. Nee, habe ich nicht. Das war eine Idee. Das war eine Idee. Ich fand, mein Spoonie war mir sehr gut gelungen. Den hat man eigentlich echt gut erkannt. Ja, also... Ja gut, ich habe auch Dr. Insano gezeichnet. Der ist auch einfacher. Aber der hat die Brille drauf, fertig. Auf jeden Fall war das ein absolutes Highlight. Gerade für Fangirls wie uns. Ja. Fangirls sind das einzige Mädchen. Ich habe diese Provokation deinerseits verstanden. Gehe nicht weiter darauf ein. Ach ja, das war toll. Und danach waren wir alle Freunde. Für immer. Ja. Von immer. Übrigens auch interessant, hier, du hattest es ja gerade mit Dr. Who. Ja. Als wir zurückgefahren sind, du musstest ja schon vorher fahren, Daniela. Ja. Und als wir dann, wir sind dann ja halt, als es zu Ende war, wieder zum Jochen erstmal gefahren und haben dann da ja nochmal übernachtet. Und in der Nacht ist Stefan zum Doctor Who-Fan geworden. Richtig. Da haben wir nämlich die ganzen... Das war schon wieder so Stefan gehört. Sechste Staffel war es. Ja, alles ab Matt Smith. Genau, alles vom Anfang, wo er Reinkarnation hatte, bis hin durch zum Ende der Staffel haben wir alles geguckt. Ja. Da war auch irgendwie bis morgen hin wieder durch. Ich glaube, anderthalb Staffeln haben wir in einem Stück. Ja. Du wisst es ja, ich hatte ja schon vorher eine einzige Dr. Who-Folge gesehen, das ist die mit den Weeping Angels gewesen, weil halt alle gesagt haben, dass ich die gucken muss, weil das ist halt... Mit Horrorgedöns. Ja, Horrorgedöns. Und ich fand die Folge an sich fand ich so geil, dass ich diese Folge 3-4 Mal geguckt habe, ohne die anderen Folgen zu sehen. Und dann... habe ich dann mehr mit der ersten Staffel angefangen und den Doktor, den fand ich ganz okay, weil nicht so dünne, aber ich habe trotzdem weitergeguckt und irgendwann war das so, ich kann nicht mehr aufhören. Und saß ich dann echt die ganze Nacht dann da, Martin kommt dann irgendwann wieder so, du bist immer noch wach, ja, ich kann nicht aufhören. So war das damals mit dem Nostalgia Critic und Doctor Who. Ja. Was ist eure Lieblingsfolge vom Critic? Oh, also ich stehe auf seine Musical-Folgen. Die Moulin Rouge-Folge fand ich gut. Ja. Die Les Miserables und ein paar seiner Crossovers. Die gefallen mir sehr gut. Eigentlich kann man das nicht so pauschalisieren.
Ja. Jetzt auch jetzt nach dem Relaunch ist ja das gesamte Konzept auch ein bisschen anders von Critic. Und es gefällt mir halt auch ganz gut mit den Sketchen dazu, mit Amanda. Heißt sie Amanda? Oh Gott. Wer zum Teufel ist Amanda? Wer ist Amanda? Halt mit dem. Ja, ich weiß auch gerade nicht, wie sie heißt. Ja. Tamara, Entschuldigung. Tamara, genau. Tamara. Tamara, vorher war es ja Rachel, die fand ich auch ganz nett, aber mit Tamara gefällt mir das ehrlich gesagt besser, weil die einfach so, die ist halt, ist mehr so eine Charakterperson. Ne, also Rachel ist halt eine hübsche, coole Schauspielerin, eine gute Schauspielerin, und Tamara ist halt einfach so ein lebendig gewordenes Cartoon-Mädchen, das mir sehr gut gefällt. Außerdem hat sie eine blaue Strähne. Ein Manga-Mädchen. Oh. Ja, mir fällt jetzt tatsächlich auch spontan eigentlich nichts, keine Folge ein, wo ich genau sagen kann, das ist meine Lieblingsfolge. Nee. Ja, Moment. Ich kann auch nur sagen, mir gefallen auch sehr auf deine Top-11-Listen. Ja. Und deine Videos über die alten Werbespots, die fand ich auch immer gut. Ja, stimmt. Also ich hab vielleicht einen neuen Favorit, weil das so ein Ding war, wo ich echt lachen musste. Die letzte Folge mit den Commercials. Ja. Ich will nicht verraten, was da am Ende passiert. Und das war nämlich... Oh ja, oh, das war so gut. Das war nämlich eine Folge... Ich hab es nicht gecheckt am Anfang, ne? Ich musste mir die Stammer oder so angucken, bis ich, also diese letzte Szene, bis ich erstmal gecheckt habe, wer das überhaupt ist. Weil er halt selber, der war ja noch schlechter als im eigentlichen... Also egal, das ist richtig cool. Das war nämlich eine Folge, die hatte ich gar nicht mitgekriegt irgendwie. Die hatte ich irgendwie durch Pech oder so, ja, überhaupt nicht überblättert, aber ich hatte es einfach nicht mitgekriegt, dass die mal rausgekommen ist. Und da hatte nämlich ein anderer, ein Schreiber von irgendeiner Zeitung, der hatte mal seine Top 11 Lieblings-Nostalgia-Critics-Folgen aufgezählt. Und die war irgendwie ganz hoch mit dabei. Und ich so, hä, ich kenne die gar nicht. Hab mir die dann angeguckt und dann wusste ich aber auch, warum das seine Lieblings-Folge war. Hier die mit Mathilda aber auch nicht schlecht. Aber wie heißt die Schauspielerin? Mara Wilson. Ja, genau. Das ist ja kein Spoiler, wenn man das erzählt. Das ist ja schon etwas älter her. Der hat eine Zeit lang, hat er... Das ist trotzdem ein Spoiler. Ist egal. Es ging so weit durchs Internet, das Bursch. Der hat ja öfter Filme von Mara Wilson gereviewt. Also die ist halt mal am bekanntesten ist ja durch dieses Remake von Miracle in Blah 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 Street, dieses Weihnachtsding und Matilda. Und die hatte halt bei halt so ein Child-Star, so ein Child-Actor-Star-Dings. Und entsprechend waren auch viele schlechte Filme dabei und er hat halt viele verrissen. Und Mara Wilson, die jetzt momentan als Bloggerin unterwegs ist, hat halt was von ihm gelinkt bekommen und war total angepisst, weil sie nicht realisiert hat, dass der Nostalgia Critic ein Charakter ist, den er spielt. Und hat sich halt im Twitter tierisch über den aufgeregt und dann gab es richtig Stress und Krieg sozusagen, bis dann irgendwann ein Kontakt zustande gekommen ist. Und die sich dann halt ausgetauscht haben. Dann gab es halt eine Rezension, wo halt er wieder einen Film mit Mara Wilson gemacht hat und alle dachten sich, boah, Philipp, wie kannst du das machen nach dem ganzen Streit, nach dem ganzen Stress und nach diesem Horror und am Ende der Rezension taucht auf einmal Mara Wilson auf und macht halt Crossover mit ihm und es war einfach nur so geil, also wie sie sich dann halt auch verhalten hat und wie sie geschauspielt hat, das war einfach Perfektion. Das war richtig cool. Was ich ein bisschen schade fand, nachträglich, dass ich da gar nichts von mitgekriegt hatte, von diesem Twitter-Streit irgendwie. Ich habe so Retweets gelesen von anderen, von der Seite. Ja, ne, für mich kam das einfach irgendwie völlig aus dem Nichts. Einfach. Der fing damit halt an und hab dann gedacht, ach ja, guck mal wieder einen Film mit ihr, ist auch ganz nett. Und dann brach es halt, auf einmal kippte die Stimmung sozusagen. Und dann oh, ich weiß, ich habe eine Lieblingsrezension von ihm. Ja. Das ist die zu The Last Airbender. Und zwar war es ja so, dass das war ja ein Film, der wurde ja 10.000-fach von gewünscht. Und er hatte halt keine Ahnung gehabt von der Serie und wollte deswegen einen Film machen. Weil aber die Nachfrage so hoch war, hat er halt beschlossen, die gesamten Staffeln zu sehen, also die gesamte Serie zu sehen. Und hat darüber dann auch Vlogs gemacht. Und man konnte halt in diesen Vlogs erkennen, wie er nach und nach immer mehr zu einem Fanboy wurde. Und da ich ja schon seit ewig langer Zeit Fan von The Last Airbender bin, fand ich das einfach richtig geil zu sehen, weil er genau in den Momenten die Serie mehr mochte wie ich, weil ich wurde nämlich auch reingezwungen, so nach dem Motto, guck das jetzt, und ich dachte bei den ersten zwei Folgen, das ist ganz nett, und dann die nächste Folge, oh, ja, und dann oh, und es war einfach sehr schön zu sehen, dass er genau dieselbe Kurve hatte wie ich. Und
nachdem er dann halt die Sendung durchgeguckt hat, hat er sich dann halt den Film vorgenommen. Und es war einfach, es war das Beste ever, finde ich. Weil man halt wenn man halt die Vlogs vorher gesehen hat, seinen Werdegang zum Fan, ne? Und dann ist er halt wirklich auch extrem angepisst über den Film selber, weil er halt die Serie vorher geguckt hat. Das war richtig schön, war richtig gut. Ja, dasselbe habe ich so ein bisschen gerade mit den Adventure Time Vlogs. Ja, genau. Es gibt ja auch so, ich habe ja schon mehrere Folgen jetzt davon gesehen und ich habe wirklich auf diesen einen Vlog gewartet, von der einen Episode, I Remember You. Darauf habe ich so gewartet, weil diese Folge wirklich so aus der Reihe springt von Adventure Time, dass es wirklich eigentlich so eine herzerreißende Folge ist. Und ich habe wirklich auf diesen Vlog gewartet von ihm, dass er endlich zu dieser Folge kommt. Und da fieberst du einfach wirklich mit, dass du ja in der Cyber Critic das anguckst, was du liebst und wirklich auch selber so ein Fanboy wird. Ja. Was halt auch schön war, fand ich, als er den Film Jurassic Park gemacht hat, weil das ist ja eigentlich ein guter Film. Ja. Und dass er es halt auch schafft, einen Film zu rezensieren und die Fehler aufzuzeigen und trotzdem kann man ihm nicht böse sein, weil man erkennt es an und man feiert es trotzdem. Also dieses motherfucking T-Rex-Lied, das hatte da nicht die Ohren von T-Rex, yeah, bitches. A vagina eat chunks. Und er hat halt auch öfter Filme gemacht, die ich gut fand. Oder ich glaube, ich erinnere mich nur an einen einzigen Film, den ich wirklich gut fand als Kind, den er dann rezensiert hat. Und ich dachte zuerst, oh scheiße, Critic, das finde ich aber nicht gut. Und ich konnte auch sehr oft, war nicht einer Meinung mit ihm während der Rezension, habe aber seine Sichtweise verstanden und konnte diese Rezension trotzdem absolut genießen. Das war The Page Master. Oh. Den Film habe ich als Kind total gerne gemocht. Und zwar hat er, glaube ich, bei mir genau das bewirkt, was auch Ziel war bei dem Film. Und zwar Kinder dazu anzustiften, mehr über die Figuren erfahren zu wollen und anzufangen zu lesen. Das war den Eindruck, den ich hatte. Und nachdem ich, er hatte ja angekreidet im Film zum Beispiel, dass die Charaktere überhaupt nicht beleuchtet werden und man eigentlich keine Ahnung hat, wer die sind und was die machen und so weiter und so fort. Und ich habe halt, klar, stimmt, ist scheiße, aber ich habe in dem Moment, wollte ich mehr über die wissen, als Kind halt. Und dann habe ich meine Mutter angefleht, mir einen Büchereiausweis zu besorgen. Also, hat immer so funktioniert. Der Film hat bei mir, glaube ich, genauso funktioniert, wie er funktionieren sollte, nur halt beim Critic nicht so gut. Ich habe ein paar Filme gehabt, die er rezensiert hat. Also zum einen mal Hook natürlich, wo er aber dann ja zum Schluss selber auch gesagt hat, dass er den ja toll fand. Mhm. Und der ist ja auch eigentlich nicht schlecht, aber der hat halt auch seine Schwächen, der Film. Und dann zum Beispiel Drop Dead Fred, dieser komische Film mit dem mit der erwachsenen Frau, die irgendwie so eine Springteufelkiste rausmacht und dann ist ihr imaginärer Freund da drin. Fand ich als Kind total super, aber wo das anfing und ich dachte, ach, das ist der Film, und dann konnte ich in dem Moment auch schon ahnen, worauf diese Review hinauslaufen wird, weil der ist wirklich nicht so gut, aber als Kind fand ich den super. Sailor Moon hat er auch mal gemacht, ne? Was? Sailor Moon Rezension hat er auch gemacht. Ja, die war ja auch mehr oder weniger positiv eigentlich. Oder auch Tom und Jerry oder das Howard the Duck war auch so Sachen. Oh, ja, Howard the Duck ist auch geil. Ich mag Howard the Duck, da muss ich echt zugeben. Ich mag den Film. Ja, ich mochte den auch. Ich mag den auch immer noch. Ja, ich mochte den immer noch gerne. Der ist aber halt auch irgendwie scheiße. Der ist ja echt schon gesteuert. Aber dieses Crossover mit Jesse Otaku, Digimon. Ja, das war auch gut. Ja. Es war einfach sehr schön. Ja, und die Pairing-Szene. Ihr habt's kaputt gemacht. Ich meine, ich habe Digimon nie geguckt, also nicht wirklich. Und es war einfach so, okay. Oh, Patch Adams war eine gute Folge. Mhm, ja. Ich mochte auch, na gut, die Pokémon-Folge natürlich irgendwie. Das ist ja auch so ein Ding, wo man mit sehr viel nostalgischer Verklärung drauf guckt. Wo ich extrem gefeiert habe, das war, ich hatte irgendwann mal auf YouTube einen Link gekriegt und dann habe ich mir einen Film angeguckt, der so schlecht war, dass ich nicht realisiert habe. Ich habe gedacht, der existiert nicht, und dann habe ich mir halt angeguckt. Und dann habe ich festgestellt, er existiert. Und genau 2 Tage später
postet der Nostalgia Critic eine Rezension zu Titanic The Animated Musical. Stimmt, vielleicht, ich glaube, das ist meine Lieblingsrezension. Und ich dachte mir, also ich habe den Video, ohne Scheiß, ich wusste, ich verfolge ja nicht, welche Videos als nächstes von ihm kommen, er hat zwar so eine Liste, aber ich habe diesen Film komplett auf YouTube gesehen, dachte, Alter, was ist das? Und wirklich 2 Tage später postete eine Rezension dazu, ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Und ich habe einfach nur, ich habe geweint und die Jägermeister auch. Wie ist denn nochmal der andere Film? Also in Deutsch heißt der Mäusejagd auf der Titanic. Das war The Other Animated Titanic. Ja. Ich glaube, den fand ich noch besser, weil den hatte ich als Kind nämlich gesehen. Und hab als Kind schon gedacht, was ist das für eine beschissene Scheiße? Das kann ich doch nicht ernst nehmen. Tentaculino. Und zum Schluss eine riesige Oktopus kommt und die Titanic so in der Mitte zusammenhält und die sicher nach England bringt oder nach New York. Genau so war es ja auch. Genau so ist es passiert. Vor allen Dingen, weißt du, was das Schlimmste gewesen wäre? Wenn ich, man kannte natürlich James Camerons Titanic damals ja schon. Das wäre mir als Kind, also da hätte ich halt gedacht, ah, das ist eine ausgedachte Geschichte, aber ich wusste ja als Kind, das ist wirklich passiert und ich wusste ja, was wirklich passiert ist. Ich habe gedacht, das könnt ihr doch nicht machen, sowas könnt ihr doch nicht bringen. Und das hat er halt auch perfekt rübergebracht. Ich glaube, vielleicht ist das mein Lieblings. Ja, also es gehört auch definitiv zu meinen Lieblingsdingern, weil es einfach so. Aber was ich auch sehr gerne mag, als jemand, der ein absoluter Stephen King-Fan ist von den Büchern, sind seine Stephen King-Miniseries, generell seine Stephen King-Rezension, The Shining-Miniseries oder auch It. Gerade It, ich habe ja die Theorie, dass It, also S, Stephen Kings S, ist für mich ein Horrorfilm, der für Kinder gemacht ist. Und zwar ist der Sinn der Sache, dass Kinder sich den heimlich ansehen und dann absolut Panik kriegen. Weil viele, also ich hatte auch eine Zeit lang echt, habe ich gedacht, das ist der schlimmste Horrorfilm ever, den gucke ich mir nie wieder an, weil ich den heimlich geguckt habe, als ich 6 Jahre alt war. Oha. Und dann habe ich mir, als ich erwachsen war, habe ich mir nochmal angeguckt und habe mir so, was ist das denn? Und das ist halt einfach, du guckst dir als Kind, willst du nie wieder sehen, weil du dir so Angst eingejagt hast. Und dann kommt halt der Critic und sagt so, Leute, das ist ein Scheißfilm, guckt euch den doch mal an. This is what you're afraid of. Stop motion clown. Ich weiß gar nicht mehr, den habe ich nur mit 10 gesehen, aber fand ich ihn auch schon nicht so gruselig. Ja, wenn du dir mit 6 Jahren guckst und du bist dann noch nicht mal zu Hause, sondern irgendwo im Emsland. Irgendwo unter der Brücke mit Obdachlosen zusammen. Dann siehst du überall irgendwelche Gulli-Deckel und da könnte der Clown drin sein. Say flow! Gruselige Ballons. Oder halt auch The Tommyknockers oder, wie hieß der andere? The Langoliers. Das ist nämlich auch eine, wo ich absolut lachen muss, denn sobald ich höre Scary the Little Girl! Of course! Ich habe mir dann The Langoliers auch mal angeguckt, den Film, und fand den gar nicht so. Also der hat Spannung gehabt, bis auf das Ende, wo dann halt diese komischen Viecher, war echt spannend eigentlich. Nur, ja, ist halt scheiße. Die Care Bears folgen. Ja, eigentlich kann man so Jaws 4, Revenge. Oder die Old vs. New Sachen fand ich auch gut. Ich mache auch immer, wenn er mit dem Cinema Snob was zusammen macht. Die sind irgendwie auch. Oh ja. Gut. Oh ja. Sharknado. Ja, zum Beispiel. Oder den Leprechaun. Genau. Ja. Fuck you, Lucky Charms. Über Leprechaun bin ich dann auch mit dem Cinema Snob gekommen. Ja, irgendwann die Folge war halt mit dem Angry Video Girl Nerd, Coming Out of the Shells. Ein ganz großer Gott, dieser Film. Oder was auch sehr schön ist, was er eine Zeit lang gemacht hat, als Dushi McPick noch da war und vorher ins Plothole gekommen ist, waren die Top 11 Nostalgia Critic Fuck-Ups. Oh ja, schön. Stimmt. Weil jeder macht mal Fehler. Auch wie sagst du ihn Fisch? Das war doch Fisch. Die Godzilla-Rezension auch. Ach, dieser ja. Es gibt so viele. Wie viele sind das jetzt? Fast 300 Stück? Oder? Es sind über 300. Oh, sind, warte, ich bin gerade auf der Seite. Was war denn die 300.
Symbiom. Ich glaube, die wurde gerade gar nicht groß gefeiert, dass es dran genutzt ist. Sekunde, gerade. Ich bin hier bei. Ach du Scheiße, der hat ja anders gezählt. Also Pi mal 1, End. Erinnert mich mal daran, na, wenn ich irgendwas mache, was 300 Folgen hat, dann muss so ein weißer Ballon von der Decke fallen, wo ein 300 draufsteht. 363 Videos hat er. Und es ist halt auch, der macht halt auch so Sachen, die eigentlich nach außen hin auch gut wirken. Ich meine, das ist 8 Crazy Nights, wunderschöne Animation, aber so. Ist Eight Crazy Nights überhaupt in Deutschland erschienen? Mal so eine ganz blöde Frage, weil ich habe von dem Film vorher noch nie gehört. Was war denn das? Worum ging's denn da? Das war ein Hanukkah-Special. Also, ach, mit Adam Sandler? Dieses. Genau. Ich glaube nicht. Weil ich habe so den Eindruck, dass solche also, Filme... Also, ich glaube, so ein Film, ne? Ein Film über das jüdische Fest, der so ist wie dieser Film... darfst du in Deutschland nicht ins Kino bringen. Wenn wir was aus der Vergangenheit gelernt haben, dann das. Naja, also der zweitneueste ist auch sehr schön, Food Fight, der war. Ja. Da dachte ich mir so... Zu dem habe ich eigentlich eine Review gesehen von einem anderen Review, den ich auf der Liste von John Schwann. Der hat das auch schon vorher gemacht und deswegen kenne ich Food Fight schon und dachte mir, oh... Critic, mach dir was gefasst, dieser Film. Ach, wir haben übrigens vielleicht einer der besten vergessen, The Room. Oh. You're tearing me apart, Lisa! No, I did not. Oh, hi, Mark. Anyway, how's your sex life? Ach Gott, oh Gott. Weil als dann die Seite hier The Room wurde ja runtergenommen, weil TheRoom.com, John von TheRoom.com hat das ja dafür gesorgt, dass die Rezension weggeht und dann hat im Forum einer einen Link zu der Folge gepostet und ich konnte die nicht runterladen und ich habe mir dann wirklich, weil ich Angst hatte, dass die irgendwann runtergenommen wird und nirgendwo mehr auftaucht, habe ich mir diese Rezension wirklich zigtausendmal angeguckt, um die zu genießen, weil irgendwann könnte sie ja nie nicht mehr da sein und nicht mehr existieren. Aber sie wurde ja wieder. Sie wurde ja wieder. Mit so einem schönen Sketch. Jump from the room.com. No! Und auch mit eine kleine Nebengeschichte zu The Room. Der Schauspieler Tommy Wiseau, der hatte auch mal eine eigene Videospielshow gemacht. Die hieß von den Fans her Tommy Wiseau. Wo wurde geschrieben? In einem Interview haben die gefragt, heißt die Serie jetzt eigentlich wirklich Tommy Wiseau? Und er meint, nein, der heißt Tommy Wee Show. Der hat einen super Witz da drin, aber der nennt es selber Tommy Wee Show. So hat das auch jedes Mal genannt. Tja. Ich sag mal, Alter. Wow. Ist er ein Meister? Ist er überhaupt echt? Ist Tommy Wiseau überhaupt echt? Also laut Interviews, wie zum Beispiel mit Mark, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der halt Mark in The Room gespielt hat, ist der halt so. Der ist halt einfach ein sehr komischer Typ. So ein bisschen wie der Director von Birdemic auch, ne? Ach, wie hieß der? Der hieß irgendwie irgendwas John oder so. Ah, ich weiß nicht mehr, wie er hieß jetzt. Aber James Wan. Meine ich, oder? Der ist Google. Ich weiß es nicht. Google, hilf uns! Oh, magisches Google! James Nguyen. Natürlich. Nguyen. Ach klar. Nguyen. Ich meine, es wird Nguyen ausgesprochen. Nguyen. Ach ja, das ist dieser ganz komisch geschriebene Name. Der. Wie war das denn damals für euch, als es hieß Nostalgia Critic? Ich höre auf. Vertraulich. Sehr. Ist mir schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, war ja. Die auch gemeint. Also ich war echt fertig, muss ich echt sagen. Ja. Weil es war etwas, was ich jeden Mittwoch geguckt habe, worauf ich mich gefreut habe. Ja. Und als er dann gesagt hat, er hat aufgehört, ich habe dann angefangen, seine neue Serie zu gucken, Demory, aber es hat, also ich muss ehrlich sagen, es hat mir einfach nicht so gut gefallen, was er da gemacht hat. Ich bin natürlich wieder der Einzige, der Demory geguckt hat. Der Einzige, der ihm die Treue geholfen hat.
Ich habe es halt auch geguckt, aber es war halt dann irgendwann neu, es ist halt nicht so meins. Und ich wollte halt eben trotzdem unterstützen, weil ich kann das verstehen, wenn jemand einfach keinen Bock mehr auf etwas hat und die ganze Zeit mit irgendwas identifiziert wird. Ne, das ist ja beim James Rolfe ja genauso mit dem AVHN. Und du wirst halt fast von vielen auf das reduziert. Du kannst halt nicht das machen, was du möchtest. Und gerade wenn du dann halt auch so einen Erfolgsdruck hast, du musst jede Woche ein Video machen. Also ich habe seine Gründe verstanden, aber ich war trotzdem als Fan echt extrem traurig. Und ich war nicht der Meinung, dass der Critic überreizt ist und das schon Videos gewesen lassen, weil das ist halt sowas, was man sich immer angucken kann. Und jetzt hat er ja auch, nachdem er seine Pause hatte, hat er gesagt, okay, ich vermisse den Critic, ehrlich gesagt. Nur ich kann halt keine wöchentlichen Videos mehr machen, weil ich brauche meine Zeit. Und dann hat er halt seine Lösung mit den Editorials gehabt, wo er halt über irgendwas spricht oder Top-11-Listen macht. Genau. Und seinen Cut-Off-Day hat er auch rausgenommen. Das heißt, der Name Nostalgia Critic ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr aktuell. Ist ja einfach nur noch der Critic, kann man ja sagen. Aber dass er halt dann jetzt auch sich an aktuellere Filme wagt oder halt die nicht ausschließt, ist... finde ich super, weil dann halt auch viel mehr Material hat. Ich meine, allein Food Fight kam ja jetzt 2012 raus und das ist, glaube ich, auch so ziemlich geil. Oder Nicolas Cage Woche, Monat, die war auch. Ach Gott. Ich habe ihm damals ja die größten Eier im Internet attestiert, als er aufgehört hat. Weil wirklich was zu laufen, was so gut läuft. Und halt wirklich alle seine Fans praktisch so vereint. Dann einfach zu sagen, nee, ich will jetzt mal was anderes machen. Ja, ich meine, er hat ja auch ein Video dazu gemacht, warum er denn wieder. Ja, warte mal. Und ich habe ja auch Demo Reel geguckt und die Sache ist, das war am Anfang wirklich nicht so gut. Das ist echt erst so in den letzten 3 Folgen, sag ich mal. Da zog das auf einmal wirklich an und da wurde es echt unterhaltsam. Und da habe ich gedacht, jetzt haben sie es raus. Und dann war es halt auch schon wieder zu Ende. Das Problem an Demo Reel am Anfang war halt, dass das halt so oft relativ flache Gags auch waren und Parodien irgendwie auf Filme und so. Und was sie dann später mal gemacht haben, da war das dann so, das war ja immer Demo Reel, Batman, Dark Knight oder Demo Reel so und so. Also im Prinzip, es ging ja dann immer darum, es war ja so, Demo Reel, ein Filmteam, parodiert irgendwie Filme im Internet, tritt die nach, aber und schlecht oder so. Und dann hatten sie halt immer irgendwie ihre Handlung, die da vorangetrieben wurde, und dann halt so Sketche auf den Film, der gerade das Thema war. Und ab der Folge Lost in Translation, da war das nämlich auf einmal so, da habe ich die Folge geguckt und habe irgendwann gedacht, ja, wann kommen eigentlich mal die Anspielungen auf Lost in Translation? Und bis mir aufgefallen ist, ach, die ganze Folge ist schon praktisch diese Anspielung da drauf. Es war nämlich so, nicht der Nostalgia Critic, sondern die Rolle, die Doug Walker da gespielt hat, wo mir der Name jetzt nicht mehr einfällt, halt auf einer Convention war und halt ganz viel mit irgendwie Anime-Gedöns und so konfrontiert wurde, was die Rolle halt überhaupt nicht kannte. Und dann lernt er da einen kennen und freundet sich mit dem an und so. Und diese ganze Folge war halt praktisch so eine Anspielung darauf. So. Aber dass man es wirklich erst so mittendrin irgendwie merkte. Und die Folge war halt echt wirklich sehr gut. Und dann die Folge danach und die Folge danach, die waren im Prinzip waren sie ja das Staffelfinale. Und da hat man halt gemerkt, okay, jetzt weiß man auch, worauf die ganze Serie hinausläuft. Und ich fand es dann dort wirklich echt gut. Und naja gut, dann war es halt auch zu Ende. Hat dann vielleicht auf seinem Höhepunkt aufgehört. Und dann kam ja das Video, was er mit Demo Reel praktisch anfing, wo halt erst die ganzen Figuren auf einmal verschwinden, die da auftauchen und es dann halt irgendwie umbricht und dann er Doug Walker sich selber spielt und es halt darum geht, hier komm, der Nostalgia Critic redet mit sich selbst sozusagen und sagt, das fand ich halt auch sehr gut, weil er hat halt auch nicht weitergemacht, weil die Fans das unbedingt wollten, sondern weil er selber halt sein Burnout einfach überwunden hat, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube nicht, also ich schätze ihn nicht so ein, also so wie wir ihn auch kennengelernt haben, jetzt nicht nur über die Videos, sondern halt auch so wie der ist von seiner ganzen Art her, dass er irgendetwas macht, nur um seine Fans zu befriedigen, sage ich mal. Ich glaube, dafür, das kann er sich mittlerweile erlauben, dass er einfach macht, was er will. So. Also ich glaube schon, dass das auch mit da reingespielt hat.
Ja, natürlich hat das damit reingespielt, aber ich sag mal, wenn das nur Fan-Demand ist und der aber überhaupt nicht wollte, dann hätte er das nicht weitergemacht. Ja. Weil da muss einfach Leidenschaft hinter stecken. Und er hat ja auch erst angefangen, das zu machen, nachdem er, nachdem er einen bestimmten Film gesehen hat, All Life, Timothy Green, wo er auf einmal ganz viele Ideen wieder hatte, ja, wie man sowas machen könnte. Und ja. Ah, das Schöne, er arbeitet jetzt halt auch mit mehr Sketchen und so weiter, das finde ich auch sehr cool. Genau. Ich finde den neuen Stil, den er halt fährt, auch sehr gut eigentlich. Das, ja, finde ich auch. Seine Schauspieler da auch weiterhin nutzt, sozusagen, die er dann mal gecastet hatte für Demo-Reel. Ja. Das ist alles sehr gut. Ja, ich fand das generell. Ich dachte, jetzt kommt wieder ab, brauche ich nicht mehr. Ja, ich habe das erst gedacht, dass so sowas passieren könnte. Ich bin auch bei Face Off, oder. Nee, bei Wickerman war das. Nee, irgendwo, wo Rachel halt. Nee, es war bei Face Off, wo Rachel gegangen ist. Und, Tamara gekommen ist, wo der dann wirklich, also dieser Witz, den er da anfangs gebracht hat, dass er versehentlich das Abschiedsvideo gelöscht hat. Ja. Das ist ja wirklich passiert. Er hat ja wirklich die gesamten Dreharbeiten, das ganze Material hat er gelöscht. Und deswegen, die ganze Rezension. Und deswegen mussten sie das irgendwie improvisieren. Und das ist einfach, ich fand das tierisch lustig. Ja, ein bisschen schade. Also ein bisschen schade. Du siehst halt, wenn du der ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der jetzt mit dabei ist. Malcolm. Der Malcolm, der macht ja mittlerweile auf seinem YouTube-Channel auch hinter den Kulissen-Videos. Das heißt, er filmt praktisch die Arbeitsweise und dann hat man halt bei Face Off halt auch gesehen, was eigentlich gedreht werden sollte. Irgendwie, da hast du irgendwie dann den Rob Walker gesehen in einem Gandalf-Outfit und so irgendwie lustig. Was war da eigentlich geplant? Was sollte das passieren? Ich verstehe es nicht. Ah. Ja, The Critic. Kann man sich immer angucken. Ich fand das auch sehr schön, dass er halt alles, was damit zu tun hatte, halt über diese Filme halt auch abgewiegelt hat. Also im Prinzip das Ende vom Nostalgia Critic war ja der letzte Film. Mhm. Also To Bold to Flee war ja im Prinzip, da wurde das storytechnisch erklärt, warum der Nostalgia Critic jetzt aufhören muss. Und dann gab es halt auch wieder das Video, das praktisch, also im Prinzip war es dann ja so, dass alles, was in Demo Reel passiert ist, die Katharsis war für den Nostalgia Critic. Ja. Sozusagen, dass alles, was da passiert ist, ja, wie eine Vorhölle oder irgendwie sowas, ihm erklärt hat, warum manchmal Filme halt so sind, wie sie sind und dass auch die Schaffenden da gar nicht so was für können, dass die Filme so geworden sind. Es ist halt echt schade, dass das Dushi McHitchpick jetzt im Plothole ist und nicht mehr auftauchen wird. Das hat der Doug Walker auch gesagt, er hat keinen Bock mehr auf den Charakter, was ich sehr schade finde, weil ich fand Dushi McHitchpick einfach super. Ich fand ihn okay. War der toll. Wenn du so ein Ask.fm hättest wie ich, wärst du es auch. Ja, das könnte sein. Ich habe halt intelligente Fans. Das wird sich bald ändern, das weißt du. So, ja, stimmt, jetzt kommt der ganze Abschau. Wie die Filme können wir jetzt ja auch eben nochmal besprechen. Wie fandet ihr die denn? Ich fand die immer sehr schön. So. Ja. Ich mag das einfach gerne, wenn da irgendwie so, das ist ja im Prinzip bei The Guy with the Glasses so, dass die ganzen Rezensatoren, oh Gott, ja halt alle immer so ihren eigenen Kram machen und dann aber halt einmal im Jahr dann so zusammenkommen und solche Specials finde ich halt irgendwie immer cool. Ja, finde ich auch immer gut. Ja, wenn auf einmal Leute so halt so Crossover-Gedöns, finde ich irgendwie immer ganz cool. Ja. Und also die Filme sind einfach ziemlich geil. Die sind immer noch sehr rough, sag ich mal, also sehr Homemade-Styles, merkst du das? Ja, natürlich, klar. Aber es ist trotzdem immer wieder schön zu sehen, was sie mit den Möglichkeiten, die sie haben, halt machen. Ja, dann kümmert sich Fales halt um die Videoeffekte und der eine macht die Musik und dann wird das irgendwie so zusammengeschnitten und das ergibt trotzdem irgendwie Sinn, obwohl es total bescheuert ist. Das ist schon sehr schön. Die Sache ist, also ich habe jetzt letztes Mal alle hintereinander geguckt. Und man merkt trotzdem, wie viel die Qualität hochgegangen ist von Kick-Assia zu
Ja. To Bold and Flee ist natürlich klar, aber Kamera und so. Aber auch schon zu Suburban Nights liegt, dass die Qualität da schon echt einen starken Anstieg hat, vor allem was auch das Schauspiel und Kameraführung angeht. Ja. Also ja. Suburban Nights war tatsächlich mein persönlicher Liebling. Weil ich einfach, meine auch. Ich mochte einfach die Storyline extrem gerne. Ich mochte hier den Schauspieler, der auch den Schutzengel vom Critic gespielt hat, der dann sozusagen jetzt das Überböseste war, mit dem schönen mit dem Handy am Ende und ja. dem Power Glove und einfach die ganze und auch, dass sie die ganze Zeit in Cosplays rumgerannt sind. Sehr schön. Ja, dann hattest du halt den Critic die ganze Zeit im Ding sehen, das war echt schön. Ich muss sagen, ich finde Kick-Ass ja eigentlich am besten. Weil der hatte irgendwie so, weiß ich auch nicht, der hat das alles am besten irgendwie eingefangen. Für mich, worum es da irgendwie bei denen halt, ja, das ist auch schwer zu erklären, aber ich fand den so von der Gagdichte, fand ich den irgendwie am höchsten. Da wurde halt wirklich auch viel auf Sinn und so geschissen, sondern da haben sie einfach versucht, möglichst viel, ja, auch Fanservice vielleicht so ein bisschen zu liefern. Die anderen sind ja storylastiger geworden. Also ich sag auch mal, Suburbia Nights ist auf jeden Fall von der Story am besten. Ist auch besser als Kick-Assia. Kick-Assia ist wirklich total simpel. Einfach. Das hat halt gut funktioniert, finde ich, dass es so simpel gehalten haben. Und To Boldly Flee ist viel zu viel Anspielung. Das ist die ganze Zeit, das ist ja alles die ganze Zeit Star Wars oder Star Trek Anspielung. Das ist auch, also ich auch ganz To okay. Boldly Flee einfach zu ernst. Bisschen, ja, war es auch. Es nimmt sich selber zu ernst, obwohl es die ganze Zeit halt auch nur eine Parodie ist, im Prinzip, auf Star Trek und auf Star Wars. Also wirklich, ich muss auch sagen, dass ich weder Star Wars noch Star Trek gesehen habe und deswegen war das für mich auch echt so, ich hab viele Dinge verstanden, weil es halt bekannt ist, aber dann so meistens war das echt so, okay. Die ganze Handlung ist praktisch von dem, ach Gott, ich weiß nicht welcher, der wievielte, ich glaube der fünfte Star Trek Teil, die Suche nach Spock. Also es ist im Prinzip die ganze Handlung, ja, schon eigentlich, ist ja. eigentlich der Star Trek Film und natürlich ganz viel das Ganze mit dieser Bombe da im Weltall, das ist halt alles Star Wars dann sozusagen gewesen. Ist ja auch in Ordnung, sollte ja auch eine Parodie auf ganz viele so Science Fiction Sachen sein, aber die Story nimmt sich dafür dann auch wieder viel zu ernst, dadurch, dass die durch so ein simples Konzept halt so getragen wird irgendwie. Mhm. Also der war okay, ich fand den eigentlich auch ganz gut. Ich habe den mal einmal zum Vorglühen mit ein paar Leuten geguckt. Da hat er mich auch noch mal besser unterhalten als beim ersten Mal gucken. Aber so gut war er nicht. Aber er hat aber dann trotzdem funktioniert, dass ich halt noch trauriger war, dass der Critic dann aufgehört hat. Damals sozusagen. Weil ich das tatsächlich in der letzten Nostalgia Critic Folge erstmal gar nicht gerafft habe. Dass er da ich habe einfach nur beim letzten Teil von To Boldly Flee war ich eigentlich nur auf das Ende gespannt und dann habe ich nur gefeiert, als das Lied am Ende kam. Es tut mir leid, aber es war echt so, oh mein Gott, die haben Party und ich singe im Hintergrund. Uiuiui. Das ist so geil. Das war ja, aber mehr. Einfach nur so eine Sache bei mir, es war von Kick-Ass ja an so eine Sache, du konntest auf jedes Jahr auch so einen Film vorlegen. Du wusstest, dass die jedes Jahr dann so einen Film rausbringen. Ja. Und du wusstest halt nie genau, was kommt jetzt. Wir hatten halt Kick-Ass, dann hatten sie halt das Fantasy-Ding, was kommt jetzt als nächstes? Ja. Und dann war es Science-Fiction-Gedöns. Stimmt, das mochte ich auch immer gerne. Habt ihr das von diesem Jahr gesehen? Zufällig. Noch nicht, nee. Das war ja dann nicht ein großer Film, sondern das hat ja jeder Produzent hat dann ja praktisch irgendwie was Eigenes gemacht. Das haben sie ja dann okay. als das. Ach verdammt, wie heißt es? Wie heißt etwas, wenn in Videospielen total, oder nicht unbedingt in Videospielen, sondern bei Computer animiert total echt ist, aber es trotzdem noch irgendwie nicht echt wirkt? Silicon Valley? Nee. Keine Ahnung. Es fällt mir das nicht ein, ey. Ich hab's heute nicht so mit Erinnerung. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat da jeder halt so was Eigenes gemacht. Ich habe das gesehen vom Cinema Snob und vom Nostalgia Critic. War beides okay, aber auch nicht beides wirklich brillant. Okay. Würde ich mal sagen. Hat davon gar nichts mitgekriegt. Uncanny Valley, verdammt. So heißt es. Uncanny Valley. Okay. Das ist, wenn was animiert ist sozusagen, also eine Computeranimation von einem Menschen. Ja. Und es wirkt eigentlich sehr echt, aber es wirkt dann
gleichzeitig, weil es so realistisch ist, auch irgendwie wieder gruselig, weil es so tot wirkt gleichzeitig. Ich weiß. Okay. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie man es nennt. Ja, Uncanny Valley. So nennt man das. So heißt das. Okay. Wieder auf die Art. Ich wollte das nur noch mal beschreiben. Ja. Gut. Wollen wir dann mal weiterziehen? Wir kommen weiter. Wahrscheinlich ja eh noch mal wieder zurück. Wahrscheinlich. Gut. Wollen wir mal vielleicht, ich pick jetzt mal was raus, was ich nicht kenne, einfach mal. Damit dann nicht so viel darüber geredet wird oder so. Moment. Jontron, erzähl doch mal. Ich habe keine Ahnung. Also, Stefan. Jontron ist ja auf meiner Liste. Jontron ist eine Figur, die kenne ich halt von Markiplier erst her. Markiplier hat mal was auf Twitter gepostet, dass Jontron ein neues Video ausgebaut hat. Ich habe mal gedacht, gut, wenn Markiplier das postet, kannst du dir mal angucken. Und ich muss direkt sagen, von der ersten Folge an, ich liebe diesen Typen einfach. Ich muss doch erklären, wer Markiplier ist. Markiplier ist der beste YouTuber auf der Welt. Für die Markiplier ist ein sehr guter Let's Player, der momentan sehr in der Popularität aufsteigt, was ich ihm auch sehr gönne. Es ist der schnellst wachsende YouTube-Channel seit Jahren. Der hat innerhalb von einem halben Jahr 1 Million Leute dazu gewonnen. Der Typ und er hat wirklich sehr originelles Zeug, dass er immer wieder neues ausdenkt, was man machen kann. Und ich bin dann über ihn auf Jontron gestoßen. Jontron ist nicht für jedermann, weil Jontron halt sehr spontan ist, auch wirklich mal sehr laut und ausrastend sein kann. Er macht hauptsächlich Videospiel-Reviews, hat dann auch sehr klein angefangen, macht nicht so viele Videos, halt vielleicht mal so im Monat eins oder wenn es hochkommt, 2 Videos, die dann aber auch wirklich reinhauen, was die Qualität angeht. Er ist halt sehr spontan und kann auch mal schon wirklich laut werden, dass er mal wirklich in seinem Video seinen Tisch kaputt schlägt oder Schrank umwirft, aus dem Fenster wirft und sowas. Videospielkassetten mit der Kreissäge zerschneidet oder anzündet und in die Luft jagt. Und es gibt halt, ich frage mich eigentlich bei den Typen, wie oft er jetzt schon Sachen in den Fluss geworfen hat. Der wohnt, glaube ich, in Los Angeles. Und er wirft, glaube ich, fast in jeder zweiten Episode irgendwas in den Fluss rein. Sei es ein Spiel, eine Figur oder sonst was. Letztens hat er für ein Video, um anzukündigen, dass er MacFest ist, der Convention in Amerika, da hat er so einen riesigen Pappaufsteller von dem 11. Doktor aus Doctor Who gehabt. Ja. Und die Szene war irgendwie, dass er anfängt, sich mit diesem Pappaufsteller zu prügeln, den dann den Kopf abgeschnitten hat, in einen Plastiksack gestellt hat und diesen Plastiksack dann in den Fluss mit Stein geworfen hat. Und es ist wirklich, dieser Typ ist einfach manchmal so geistig gestört, was seine Videos angeht, aber wirklich so lustig dann wieder so gemacht, dass du wirklich dich bekackst vor Lachen bei seinen Videos. Es sind oft sehr alte Videos, er macht halt oft Retro-Videos, was Castlevania, dann so alte NES-Spiele und halt immer so ein Running Gag dabei, dass er halt nicht weiß, wie man die NES-Spiele in die Konsole reinsteckt, dass er wirklich da die Spiele reinwirft oder erstmal die Spülmaschine alles reinsteckt und so weiter. Okay. Es ist wirklich sehr random, was seine Videos angeht. Man weiß wirklich nie, was man jetzt erwarten soll. Er hat auch jetzt angefangen, Filme zu reviewen. Der erste war halt Birdemic. Und jetzt hat er letztens hat er halt Food Fight gemacht. Sehr und schön. Er landet halt die Internetseite Normal Boost, was eigentlich auch so wie halt The Dead Guy of the Glass ist und Internetseite ist, nur halt für Leute, die Videospiel-Reviews machen. Okay. Da fällt mir ein, wo wir bei Markiplier sind, über den bin ich auch auf eine Rezensionsgruppe gekommen, die ist auch eine Erwähnung wert, weil ich habe nur 2-3 Videos von denen gesehen, aber die waren tierisch witzig und zwar Hot Pepper Gaming Reviews oder irgendwie sowas, wo wirklich das Prinzip ist sehr simpel. Es werden YouTuber eingeladen oder andere Prominente, die bekommen eine Pepperoni, eine meistens richtig üble, fiese. Okay. Es werden ein paar Informationen über diese Pepperoni genommen, zum Beispiel irgendwie Markiplier musste eine Ghost Pepper oder so, musste der zu sich nehmen. Und unter dem Einfluss dieser extremen Schärfe wird dann ein Videospiel rezensiert. Oh Mann. Und du siehst halt einfach nur, also weil Markiplier hat 2 Versuche gebraucht, beim ersten Mal hat er es nicht geschafft, dann musste der kotzen. Und beim zweiten hat er Machine for Pigs gemacht, und also Amnesia of Machine for Pigs, und dann er ist einfach, je länger die Rezension ging, desto mehr wurde sein Gesicht rot und er musste sabbern und die Nase lief und fing an zu zittern und konnte sich nicht mehr konzentrieren. Und dann am Ende der Rezension dürfen sie dann halt ihr Glas Milch trinken. Und es ist einfach richtig, richtig witzig.
er hat ja so ein ähnliches Video letztens jetzt hochgeladen, da wo er sich diesen ganzen Löffel mit dieser zweitschwersten Chinesen in der Welt reinzieht und dann das Rage-Game spielt und wirklich sieht, wie er anfängt da zu leiden und kaum noch ein Wort rausbringt und dann wirklich diesen ganzen Kanister Milch leer säuft. Ja. Ich meine, das ist halt keine Rezension in dem Sinne, sondern das ist halt einfach diese Seite, die Hot Pepper Gaming Reviews heißt die, glaube ich, oder Game Reviews, wo wirklich einfach irgendwie muss so eine Pepper essen und dann leiden die und müssen, während sie leiden und fast sterben vor Schmerzen und vor, um Gottes Willen, ich brauche was zu trinken, müssen sie dann halt ihre Meinung zu einem Spiel von sich geben, so gut wie möglich, sehr lustiges Zeugs. Schön. So, ich gucke mal wieder auf meine Liste. Ich darf nicht vergessen, die abzuhaken. Das werden wir hier nie fertig. Eben. Ja, es ist ein neues Central Critic Video, das würde ich gerne noch gucken heute. Ja, ist es so? Ich weiß nicht. Ja, Swan Princess. Ich bin sehr gespannt. Oh, es ist ja erst 9. Ach Gott. Das ist ja noch früh für uns. Haben wir noch 5 Stunden. Wieder noch was Unbekanntes oder was alle kennen? Mach mal, was alle kennen. Sag einfach mal Angry Joe. Wer hat's gesagt? Ich hab's gesagt. Ja, aber ich guck den nicht. Ich kenne nur von Crossover. Ich kenne, kann ich auch sagen, ich kenne den auch hauptsächlich von den Crossovern. Ich habe ein paar Sachen aber dann nochmal so gesehen. Aber Stefan, erzähl doch erstmal. Bei Angry Joe war die Sache so, dass ich zuerst dachte, das wäre das größte Arsch auf der Welt, schon wieder aussah halt. Mit dem Look, den er hat, den Schnurrbart, dann die Klamotten, dachte ich mal, oh, das ist bestimmt eher so ein Proll, so ein Mischter. Das ist so überflüssig, nicht überflüssig, sondern vorurteilsbehaftet. Ja, doch. Hab mir dann aber mal so ein, zwei Videos von denen angeguckt, weil ich wirklich schon alles durch hatte von den anderen Leuten von Nostalgia Critic. Und ich fand's wirklich gut. Er macht seine Reviews, seine Angry Reviews zu Videospielen, die aber wirklich nicht so voreingenommen sind, sondern wirklich ernsthaft sind und du kannst eine ernsthafte Meinung von ihnen erwarten, was die Sache angeht. Es ist nicht so, dass er jetzt sagt, ja, das Spiel ist jetzt komplett schlecht, kauft dieses Spiel überhaupt nicht, sondern versucht auch wirklich da die guten Punkte rauszuholen. Aber wenn was wirklich schlecht ist, sagt er auch seine Meinung dazu, was ich wirklich sehr gut finde bei ihm. Er hat halt dieses übertriebene, manchmal wirklich sehr übertriebene Setting, dass er halt diesen riesen Greenscreen hat, dieses Setting im Hintergrund und dieses eine Gimmick, dass er jede Folge ein Kostüm tragen muss. Egal was es jetzt ist, er muss immer ein Kostüm tragen. Mhm. Das heißt, ich glaube, der ist wirklich da in seinem, wo ist das, in Austin, Texas wurde er, glaube ich, dass er wirklich da Stammkunde in so einem Kostümgeschäft ist. Er hat zum Beispiel eine Platinum-Karte da gekriegt. Das ist der einzige Grund, warum er Reviews macht, damit er da Platin-Kunde ist. Er liebt einfach Kostüme. Also ich muss sagen, ich kenne ihn ja auch hauptsächlich aus den Filmen und aus den Crossover-Sachen, die er mal gemacht hat. Ich habe auch ein paar Rezensionen gesehen und war dann auch überrascht, dass das eigentlich so relativ fundiert ist. Ich habe halt gedacht, das ist echt so viel Quatsch, so viel übertriebener Quatsch, der regt sich die ganze Zeit nur auf oder so, macht alles fertig, aber nee, die sind eigentlich relativ ruhig. Er regt sich dann auch mal auf, aber wenn es was im Aufregen gibt, dann regt er sich aber auch, aber sonst relativ ist das wirklich alles sehr ruhig gemacht. Ist alles plausibel erklärt und weiß, wovon er redet. Ja. Was auch beeindruckend, er hat ja mal das YouTube-Video dazu gemacht, als YouTube da seine Nutzerbedingungen kürzlich umgestellt hat. Und er war ja einer, den es am meisten getroffen hat, wo irgendwie über 50% seiner ganzen Videos auf einmal nicht mehr monetarisiert waren und nicht mehr geguckt werden konnten. Was ja schon mal, wenn das du einer bist, der davon lebt im Prinzip, schon mal ein Schlag in die Fresse ist sozusagen. Und da hat er halt ein Video dazu gemacht, was er halt davon hält oder wie er da jetzt mit umgehen muss, was er jetzt mal halt machen kann. Und das war auch so ein ungeschnittenes Ding. Er hat wirklich einfach nur mal 20 Minuten in die Kamera was. Ja, und es war auch wirklich, da hast du echt gesehen, dass die Sache ihn wirklich betrifft. Ja. Dass du wirklich da sehen konntest, das ist sein Lebensunterhalt und die ruinieren ihn damit. Und du kannst wirklich ernsthaftes Zeug von dem Mann erwarten und dass es auch alles wirklich ernst gemeint ist, was er sagt. Ja. Daniela. Ja. Auch noch eine Meinung? Ich habe zu Angry Joe eigentlich keine wirkliche Meinung, weil ich gucke ihn halt nicht. Ich kenne ihn halt nur von den
Crossovern, die er hatte mit dem Critic, und da fand ich ihn ganz nett. Und ansonsten, ja. My name is Antonio Montoya. You can call me Father. Ich finde, er hat in den Filmen oft die lustigsten Stellen. Ja. Haben sie ihm irgendwie immer gut aufgeschrieben. Ja. Also eine Sache, man muss auch direkt sagen, so, er ist nicht für jedermann, weil er auch wirklich sehr laut sein kann. Ja. Also er kann schon sein Organ zum Ausdruck bringen. Na, das ist beim Critic ja nicht anders, wenn man das mal so sieht. Ja, ich, ganz schlimm, was wirklich nicht empfehlen kann von Angry Rose, würde ich von Anfang sagen, Let's Play von ihm und Streams, da platzt dir das Trommelfell. Dass er wirklich anfängt, da die zu rumzubrüllen, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der schon irgendwie Unterlassungsklage gekriegt hat von seinen Nachbarn. Mich würde es echt nicht wundern. Ja. Ja. Also halten wir fest, eigentlich ein guter Mann. Ein guter Mann. So. Guter Mann. Ich picke mal wieder was aus der Liste. Nö, 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 nö. Wir haben erst 3 abgehakt. Ich habe vorher noch Nostalgia Chick aufgeschrieben. Wollen wir dazu was sagen? Wollen wir dazu was sagen? Also das Chick fand ich anfangs gut. Mhm. Bis, und das ist total seltsam, dass ich das sage, als. Bis sie schwanger geworden ist. Nein, dass ich das sage als weiblicher Sprecher im Wesen hier, als weiblicher Mensch. Ich fand sie gut, bis sie anfangen mit ihrem Emanzipationsgedöns. Weil sie wurde gecastet als Nostalgia-Chick, als weibliches Äquivalent zum Nostalgia-Critic. So, das war ihre Aufgabe. Und irgendwann hat sie sich über dieses Smurfette oder also Schlumpfine-Syndrom beschwert. Dass es halt immer so diesen gleichen weiblichen Part zu irgendwas Männlichem geben muss. Und daraufhin hat sie dann angefangen, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Sie macht auch, glaube ich, nicht mehr nur nostalgische Filme und die Filmmädchen sind so. Also ich fand einfach, das Grundkonzept von Nostalgia Chick fand ich gut. Ich fand sie an sich fand ich auch gut. Ich habe mir viele Videos von ihr angesehen und irgendwann dachte ich mir so, ja. Also letztens hat sie ja eine Dokumentation gemacht über Frauen, die Abtreibung haben vornehmen lassen. Ja, und es ist einfach... Die mit ganz vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Ja. Sie ist auch sehr engagiert und ich mag sie auch als Person ganz gerne, so wie ich halt das von ihr mitbekomme, nur ihre Videos in dem Sinne verfehlen meiner Meinung nach das Ziel oder haben das Ziel verfehlt. Sie macht jetzt ihr eigenes Ding. Das ist auch ganz toll, was sie da macht und nur ist es halt für mich nicht das, was man Nostalgia Chick nennt. Sie hat sich halt emanzipiert, Daniela. Ja, also... Sie haben das erreicht, wofür Frauen schon seit Jahrhunderten... Das Problem ist aber, pass auf, Emanzipation oder Feminismus ist ja, dass du als Frau etwas tun darfst, was du tun willst. Du darfst es selber entscheiden. So. Und sie hat sich auf eine Stelle, in Anführungszeichen, beworben, von der sie wusste, was es bedeutet, was es ist. Ne? Dann hat sie sich umentschieden. Und dann hat sie diesen Job, sag ich mal, gekriegt und beschließt dann, das ist aber scheiße, ich mach das jetzt anders. Und das geht für mich persönlich ein bisschen am Ziel vorbei. Ja gut, sie hätte vielleicht für einen Nachfolger Nostalgia Chick sorgen müssen und sich dann umbenennen sollen. Ja, das hätte sie meiner Meinung nach tun sollen. Also an sich, ich mag ihre Videos, ich mag das, was sie macht, nur ich finde halt, dass sie nicht die Rolle des Nostalgia Chicks übernehmen sollte. Ich fand auch... Ja, aber weißt du... Ich fand ihre Catchphrase am Anfang cool, die I remember it because the dudes don't. Das fand ich sehr cool. Und dann irgendwann, das brauche ich nicht. Und ich lege jetzt auch die Fliege ab, obwohl das eigentlich voll das lustige, coole Gimmick war. Und naja, man ändert sich. Also sie hat halt... Also ich kann das gut nachvollziehen, weil ich habe das oft bei meinem Kram, dass ich denke, ach nee, jetzt machst du mal was anderes. So ist das ja auch nicht, nur sie hat halt angefangen, eine Rolle zu spielen, so wie der Doug Walker auf den Critic spielt. Und hat halt irgendwann gesagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich mach das nicht. Ja, aber der Nostalgia Critic reviewt ja auch nicht nur noch mehr nostalgische... Ja, aber er ist trotzdem immer noch der Nostalgia Critic und nicht Doug Walker. Verstehst du? Ja, gut, okay. So, und Nostalgia Chick ist irgendwann einfach nur noch zu Lindsay geworden. Wie ist denn das? Hat sie das mal, wurde das mal umbenannt oder so? Oder ist sie immer noch Nostalgia? Sie nennt sich halt zwischen N-Chick, Team N-Chick ist sie dann teilweise. Nostalgia-Woman. Ja. Ah, ich hätte, also wenn ich sie wäre, hätte ich das vielleicht einfach mal geändert. Ja, dann hätte ich damit auch überhaupt kein Problem. Aber naja, ist ja egal. Wurscht. Mich trifft es nicht so sehr. Okay. Ich fand sowieso übrigens die anderen Frauen besser.
im Nostalgia Critic Universum, im Universum. Ich hätte mich auch bewerten sollen. So. Hätte besser machen sollen. Hätte ja. Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Punkt abgehakt auf der Agenda. hier, was war denn PBG? Das ist Peanut Butter Gamer. Ja. Dann, sag doch mal. Peanut Butter Gamer, auch ein, halt wie der Name sagt, Videospiel-Rezension, macht halt einfach im Grunde das, was er gerade will. Er ist nicht wirklich nostalgisch oder macht nur die neuesten Sachen. Im Grunde schmeißt er wirklich alles sehr zusammen. Macht sehr viel Zelda-Sachen, wie Top 8 liebsten Zelda-Dungeons, die Top 10 liebsten Zelda-Soundtracks. Was der Charme bei ihm so ist, ist, dass er, wie soll man das sagen, er wirkt immer so ein bisschen unbeholfen bei seinen Videos. Es ist ein bisschen unbehaglich manchmal, wie er in die Kamera guckt, macht aber seinen Charme aus, dass er ein bisschen schräg in die Kamera reinguckt. Ja, genau so, oh, bitte. Dass er so halt ein bisschen wirkt, aber es funktioniert bei seinen Videos komischerweise, dass er manchmal wirklich da seine Lines vergisst und das trotzdem da reinschneidet. Es wirkt irgendwie sympathisch bei ihm. Und er macht halt wirklich sehr lustig, auch ein Video zu The Page Master, dem Videospiel. Es gab ein Videospiel dazu, was? Ja, es gab ein Videospiel dazu. Ein Plattform-Videospiel. Okay. Und er ist halt hauptsächlich so bekannt geworden wegen seinen Zelda-Sachen. Also wirklich, wenn man seinen Channel den immer anguckt, ist da wirklich sehr, sehr, sehr viel Zelda-Zeug drauf. Sonst, was kann man noch über ihn sagen? Er macht auch sehr viele Listen. Also er ist auch sehr bekannt, dass er diese Top-10-Listen macht. Damit hat er angefangen und hat wirklich bis heute noch durchgezogen. Mit der neuesten, glaube ich, die Top-10-besten Easter Egg-Aliens in Videospielen und sowas. Man merkt so langsam, dass ihm die Ideen da ausgehen bei den Listen. Gut, da hätte ich vielleicht einen, der ein bisschen ähnlich in die Ecke geht, weil der auch hauptsächlich mit Top-10-Listen bekannt geworden ist. Jay Witz heißt der. Mhm. Und der ist eigentlich nicht ein Internet-Rezensionstyp, nicht so richtig, aber irgendwie teilweise schon. Der hat also hauptsächlich jahrelang zu Pokémon thematische Videos zu Pokémon gemacht. Also zum Beispiel Neuigkeiten zu Pokémon, halt Pokémon News und halt auch ganz viel, ja, so Top-10-Listen, die halt alle irgendwie sehr unterhaltsam sind. Also ich glaube auch die besten Arena-Leiter, die besten Pokémon natürlich, die besten Pokebälle, also sehr, sehr, der steckt sehr tief drin in der Pokémon-Materie. Und der ist auch so ein bisschen so, der ist schon sehr Nerd. Also schon echt so, auch kein cooler Nerd, so, was ja auch mittlerweile ist das ja ganz toll, gibt ja ganz viele coole Nerds, ne? Der ist halt wirklich einfach so, ja, so ein Typ, wie man früher auf der Schule kannte. Aber der ist halt auch sehr sympathisch einfach dabei. Also ich guck mir den auch dann dadurch halt gerne an, weil der ist halt so, wie er ist, ist der halt. Ich habe mir tatsächlich auch, der hat mit seiner Freundin dann mal immer so Vlogs auch gemacht, wo sie manchmal einen Monat lang jeden Tag irgendwie ein Video aufgenommen haben und wo sie in jedem Video sagen, ja, eigentlich ist unser Leben ziemlich langweilig, eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was wir hier tolles jetzt euch zeigen sollen. Aber ja, die sind halt einfach beide so sehr, sind so wie wir sozusagen, so halt langweilig. Im klassischen Sinne langweilig. Nee, aber die Videos sind immer sehr gut recherchiert und ja, auch dann sehr, sehr lustig teilweise auch wieder, weil er halt, gut, wenn du dich selber mit Pokémon dann auskennst, sozusagen, wie wir das ja alle tun, wir sind ja alle Pokémon-Fans, immer sehr nostalgisch und so, und ich mag den einfach immer sehr gerne, sehr coole Videos. Und er hat seit Anfang dieses Jahres sein System praktisch umgestellt. Der macht jetzt nicht nur noch Pokémon-relevante Sachen, sondern Nintendo-relevante Sachen, weil er hat selber halt gesagt, er hat eigentlich zu Pokémon wirklich fast alles erzählt, außer Neuigkeiten. Er könnte also nur noch Neuigkeiten machen. Und dann hat er sich gesagt, es spielt ja auch alles von Nintendo sowieso, dann kann er auch erweitern auf Nintendo als solches. Ja. Und ja, das macht er auch immer sehr gut. Man ist tatsächlich auch echt immer gut informiert zu seiner aktuellen Show. Also wenn er halt Neuigkeiten rausbringt, dann
Zum Beispiel über von Twitch Plays Pokémon habe ich über Jay Witz erfahren. Ja, Let's Plays macht er auch manchmal nebenbei, aber auch eher unregelmäßig. Aber er hat zum Beispiel auch Pokémon. Das war nämlich auch so ein Ding, hier Pokémon XY hatte ich ja gekauft, durchgespielt. Und dann habe ich mir tatsächlich noch sein Let's Play davon angesehen. So nebenbei. Weil das. Okay. Das war auch. Mach einfach weiter. Ja. Das war auch sehr, sehr. Ja, normal. Also auch einfach. Das war nicht. Er hat sich da nie wirklich viel so drüber lustig gemacht. Er hat das so gespielt, wie ich das im Prinzip auch gespielt habe. Sehr mit. Ja, aber man hat so teilweise aus diesem nostalgischen Faktor da drin. Ah, die ganzen alten Pokémon sind dabei. Aber auch sehr mit. So einem sehr schwarzen Humor teilweise, dass er sich auch über Pokémon halt auch mal lustig gemacht hat. So. Der ist halt so. Ja, so sehr, sehr. Ich finde ihn einfach sehr angenehm. Ich kann es jetzt. Mir fällt kein besseres Wort ein, um das zu beschreiben. Ja, ich weiß auch mal, ich habe so einen ähnlichen jetzt, den könnte ich auch in die Liste reinwerfen. Mhm. Dave Control Live macht hauptsächlich so Videos zum Spiel Dark Souls, weil ich momentan unheimlich suchte. Mhm. Und, ich gucke mir halt seit kurzem echt seine ganzen Lore-Videos an, seine Hintergrundgeschichtsvideos zu dem Spiel und auch sein Let's Play, was er dazu gemacht hat. Und es ist halt unheimlich interessant, was der macht, dass er die ganzen Hintergrundgeschichten aus dem Spiel erzählt und halt kleine Tipps und Hinweise gibt, wie man Bosse bekämpft und so weiter. Ich weiß also, was du meinst damit. Also das ist wirklich interessant, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt. Ja, der beschäftigt sich halt so mit Pokémon wie... Ja, ich mich halt mit Pokémon beschäftigt habe. Ja. Also, der geht halt sehr darauf ein und spinnt so Ideen halt auch weiter. Dann gibt's halt viel zum Beispiel wie... jetzt fällt mir da kein gute... Der kümmert sich halt... Der hat halt dann auch so Gedanken wie, was machen ein Pokémon in seinem Pokéball? Und ja. Und erzählt dann da so was darüber oder so. Also ja, genau, hat so auch viel so auf Fantheorien und so ist er mal eingegangen und hat er halt zum Beispiel auch zu dem... Lavender Town, Gedöns und so hat er ja mal viel. Ah, okay, das Spiel. Deswegen ist er einfach, deswegen kann man sich das sehr gut angucken. Der fasst deswegen mag ich auch. Mach du. Ich wollte nur sagen, abschließender Satz, er fasst im Prinzip so die Kindheit zusammen, wie die damals war. Ja. Deswegen ist auch so eine Sache mit den Dead Cops for Life, mag ich so. Weil man sich auch mit denen dann über YouTube, also der antwortet auch auf die Kommentare, man sich echt über sämtliche Theorien unterhalten kann. Die es gibt zu den Spielen. Ja. Dass er wirklich daran mitzieht und wirklich damit Theorien erstellt und dann Diskussionen mit einem führt. Weil ich immer sehr schön finde bei solchen Sachen, dass du nicht nur wirklich das Video anguckst, dann ist Schluss, sondern auch wirklich mit den Leuten reden kannst. Ja. Ja, der ist wahrscheinlich auch noch nicht so groß, schätze ich mal. Ich glaube, der hat letztens die 100.000 erreicht. Ah, gut. Ja, der James ist jetzt nix. Mittlerweile bei 1 Million. So, ja. Er hat auch. Es läuft bei dem jetzt besser, seit auch Anfang des Jahres ist das auf einmal echt explodiert. Naja. Sehr schön. Aber gut. Gut. Dann machen wir jetzt mal wieder ein, wo wir alle was zu sagen können. Bestimme ich jetzt einfach mal so. Einfach Gott, dieses Podcast. Failes. Failes. Failes of Failes. Ja. Failes habe ich angefangen zu gucken. Als ich gemerkt habe, dass der für Horrorfilme zuständig ist. Auf der Seite That Guy with the Glasses. Und zuerst konnte ich den nicht leiden. Und dann... Was? Ja, und dann habe ich aber gecheckt, wie seine Art funktioniert. Und dann fand ich den total geil. Der ist halt sehr... trocken. Ja. Fast. Er hat halt so diesen... Er hat halt einen ganz besonderen Stil. Mit dem muss man sich erstmal anfreunden. Ja, sag ich mal. Das Problem, das ich mit ihm habe in der letzten Zeit, ist, dass er einfach keine ordentlichen Videos mehr macht. Ist natürlich jetzt, also ich meine, ich bezahle ihn nicht. Ich bezahle ihn jetzt nicht, deswegen ist er mir auch nichts verpflichtet. So. Das Ding ist aber, dass er halt wirklich so der Horrortyp ist auf der Seite und dann aber wirklich nur noch alle Juliara Horrorfilme rezensiert. Und stattdessen immer diese Bootleg-Zones macht, wo er dann irgendwie mit irgendwie über alte Spielzeuge redet, die scheiße sind. Und dann macht er irgendwie das He-Man's Christmas Special, das der Dings schon längst gemacht hat, der Critic. Wobei es natürlich jetzt keine Pflicht ist, du darfst es nicht machen, wenn es schon jemand gemacht hat.
Und dann halt, also ich meine, okay, das war ja von Anfang an so, dass er Mortal Kombat-Fan ist und dann da zwischendurch seine Episoden rezensiert, aber es ist halt mittlerweile einfach so, dass Horrorfilm-Rezensionen bei ihm mittlerweile zu einer Seltenheit geworden sind. Und das finde ich echt schade. Also das letzte, die letzten paar Videos, ne, da war zwischendurch mal der Ginger Deadman dabei, aber ansonsten echt so Bootleg, Mortal Kombat und ich spiele mit meiner Freundin das Twilight Board Game. So, ja. Und irgendwann ist dann, also diese, irgendwann ist da auch meiner Meinung nach die Luft raus. Und hast du schon wieder einen negativen Kommentar zu Frauen rausgelassen, Daniel? Nein, also es geht nicht darum, ich glaube, ich muss dich mal anzeigen. Ja, mach das. Nein, es geht nicht um Allison selber, weil wenn sie mit bei den Crossover mit dabei ist, feiere ich die auch. Ja, bei Birdemic 2 und so weiter war das super geil. Oder auch hier The Time Machine Found in the Yard Sale. Das waren super gute Rezensionen. Da hat sie auch wunderbar reingepasst. Nur wenn ich weiß nicht, wie das mit den anderen Fearless Fans ist, aber ich habe keinen Spaß daran, Fearless und Allison dabei zu beobachten, wie sie ungelogen 4 Stunden vor einem DVD sitzen und diese DVD gucken, in Anführungszeichen spielen. Ja. Und das komplett ungeschnitten. Geh doch mal ins Fearless Forum und frag nach. Nein. Gibt es ein Fearless Forum? Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist nur halt, ja. Also bei mir ist so Fearless, also wie du schon sagtest, man braucht erstmal so eine gewisse Zeit, bis man sich da an den Stil gewöhnt hat, weil das halt wirklich sehr, ja, sehr ja, trocken, er entertaint eigentlich nicht wirklich. Er entertaint dadurch, dass er im Prinzip gar nicht entertaint. Dass er überhaupt nicht auf die Filme anspringt dadurch. Ne? Weil er findet es halt nicht gruselig, er findet es nicht unterhaltsam, er steht einfach nur so, ah, oh Gott, ja. Ja, und jetzt passiert das. Und jetzt passiert das. Oh je, ganz schön scheiße. Das ist im ersten Moment nicht so wirklich cool, aber irgendwann macht es dann doch Laune. So, richtig. Man, also zum Beispiel seine Silent Hill Revelation Rezension, die habe ich gefeiert ohne Ende, weil ich mich genau dasselbe gedacht habe, als ich den Film gesehen habe. So. Ich mag seine Videos, wenn er denn welches Horrorfilm macht. Sobald er eine Horrorfilmrezension macht oder von mir ist, von mir ist auch sowas wie Time Machine oder Fall of the Yard Sale oder sobald er wirklich Filme rezensiert, dann habe ich wieder Spaß an ihm. Aber ich kann mir einfach nicht seine Bootlegs so uns alle angucken, weil ich mir so, irgendwann denke ich mir so, ja, toll, dieser Teenage Mutant Ninja Turtle Abklatsch ist falsch angemalt. Super. Mhm. Aha, nach einmal abdrehen fällt der Arm ab. Toll, das passiert mit Billigspielzeug. Ich meine, er soll machen, worauf er Bock hat, ist alles schön, nur ich finde es halt schade, dass er halt weniger Videos macht, die ich toll finde. Ja. So einfach ist es. Also bei mir ist es auch so, ich gucke ihn schon länger nicht mehr. Ja, das passiert dann halt das einfach. Das hat ja irgendwann mal so aufgehört. Irgendwann. Ich bin wirklich nie wirklich mit ihm warm geworden. Ich habe mir Videos von Alkohol, ich habe auch wirklich mal so eine ganze Serie von durchgezogen, habe auch sein Let's Play mal geguckt von Silent Hill. Ich bin aber nie so mit dem Mann warm geworden, weil ich gedacht habe, das könnte ich mir jetzt wirklich immer angucken. Ich habe mir schon echt einen Haufen Videos von ihm angesehen. Ich weiß, war irgendwie es halt nie so wirklich mein Geschmack. Fall. Es ja. Ist ein ganz spezieller Fall. Und der ist halt, man muss sich mit dem anfreunden, man muss seine Art mögen und dann muss man natürlich auch, also was mir dann auch beim, ich habe letztens ein paar alte Videos von ihm angeguckt. Und da ich ja erst seit kurzem Doctor Who-Fan bin, ist mir dann erstmal aufgefallen, wie viele scheiß Referenzen er da drin hat. Also das ist dann teilweise echt penetrant. Ne? Und ich mir so denke, ja, okay, ich weiß, du magst Mortal Kombat und ich weiß, du magst Doctor Who und ich weiß, du magst auch Halloween, aber so langsam ist es ein bisschen viel. Ja. Ne? Und ich meine, seine ganzen Selbstreferenzen, so nach dem Motto, dass er immer wieder die vierte Wand durchbricht, irgendwann. Ich meine, es ist seine Art, sein Stil, nur, ja. Ist niemand, den man sich jetzt sehr oft angucken kann, leider. Obwohl ich ihn echt mag. Halten wir also fest, früher cool, jetzt scheiße. Nein, natürlich nicht. Früher muss cool, jetzt manchmal cool. Jetzt nur noch ab und zu. Nicht mehr ganz so cool. Nicht mehr ganz so cool wie früher. Mochte ich in den Filmen auch immer ganz gerne. Oh ja. Gut. Ziehen wir weiter. Ich nehme mal wieder irgendwas raus, was ich nicht kenne.
Pro Jared. Auch wieder von mir. Pro Jared auch wieder Videospielrezensionen. Da allerdings auch wieder so ein Mann, den ich mir angucken kann, um zu wissen, ob ein Spiel wirklich gut oder schlecht ist, weil er wirklich eine ernste Meinung einbringt. Ist hauptsächlich bekannt geworden durch seine Videos, seine One-Minute-Reviews, dass er wirklich Spiele in einer Minute rezensieren kann und wirklich auch da ein Rating und eine echte Meinung einbringen kann. Das ich wirklich bewundere, diese Leistung. Also wirklich, sagen wir so ein Spiel wie Dark Souls 2 oder Fire Emblem oder Pokémon halt wirklich auf eine Minute komplett reduzieren kann, das Ganze plausibel die guten und die schlechten Punkte erklärt und dann ein Rating abgibt und das wirklich immer unter einer Minute. Ist halt ein Review, den ich mich angucke, um halt entertained zu werden und um zu wissen, was kann ich mir das Spiel jetzt kaufen oder ist es wirklich schlecht? Mhm. Hat aber auch seine Videos, eher ältere Videos von ihm, wo er halt so Spaß-Reviews macht von älteren Spielen, die er wirklich hasst oder halt fühlt, dass sie wirklich scheiße sind. Und halt seine Videoserien, seine Pokémon-Videoserien, die, wie heißen die? Nuzlocke-Serien. Ich habe sie nie wirklich angeguckt. Ist das? Kennst du die? Ich kenne diesen Begriff. Ich habe mich immer gefragt, wo das woher kommt. Das ist, glaube ich, dass die Serie Nuzlocke ist. Nuzlocke-Challenge. Genau. Wenn ein Pokémon im Spiel K.O. geht, ist es tot und kann nicht mehr benutzt werden. Ach so, das gehört ja. Cool. Das hat er, glaube ich, irgendwie eingeführt und da wirklich jetzt, glaube ich, 2 Staffeln davon gemacht. Mhm. Ist halt so ein Internet-Review, den ich mir angucke, um zu wissen, ist das Spiel jetzt scheiße oder ist das gut? Okay. Dann gehen wir weiter. Mache ich jetzt nochmal wieder einen von mir, den ich auch relativ schnell abhaken kann. Mhm, ich muss eben abkreuzen. Oh, jetzt habe ich was Falsches abgekreuzt. Verdammt. Mhm. Aber von vorne. Egal. Game Theory. Oh, hätte ich auch drauf weisen können. Ach so, ja, das ist ja schön. Finde ich halt generell immer sehr gut. Das ist ja auch nicht wirklich klassische Review von Spielen, sondern im Prinzip ist es ja, er stellt halt irgendwie eine Theorie im Zusammenhang mit Videospielen auf. Genau. Zum Beispiel ganz großes Kino war, wo er an ganz vielen Beispielen, die auch immer alle total Sinn ergeben, wenn man sich das so mal vor Augen führt, wo er erklärt, wie er, dass Super Mario eigentlich total ein sadistischer Psychopath ist. Ja. Oder dass Link in Majora's Mask tot ist. Und genau. In der Hölle ist auch ein sehr schönes Video. Oder, ach Gott, was, es gibt so viele mittlerweile auch. Dann auch die Sache mit dem Mond in Majora's Mask, wie groß der eigentlich sein muss, die ganzen Berechnungen. Genau, oder wie schnell anstellt. Sonic ist. Ja. Oder wie den Fall bei Assassin's Creed, ob der dann tot wäre, wenn er wirklich da von diesem Tower in den Reisbottich, wollte ich sagen, in den Heuhaufen reinspringt und alles sowas. Und der ist wirklich perfekt, also das ist wirklich teilweise, die Videos sind perfekt, weil der ist ja so, das ist ja so, er filmt sich ja nicht selber dabei, sondern er schneidet ja, er hat ja seinen Text, den er vorliest, der ja auch gut zügig runterläuft und dazu hat er halt auf Punkt genau wirklich diese kleinen Videos zusammenschneidet mit ganz vielen Bildern dabei halt, dass dann irgendwas, immer was irgendwie dazu passend ist. Teilweise Szenen natürlich aus dem Spiel, was er gerade hat, aber teilweise auch, ja, was gerade zu dem, was er sagt, in der Sekunde dann passt, wo ich mir dann vorstellen muss, wie er da vorsitzt und das schneidet, weil er diesen ganzen Fitzelkram zusammenschneidet. Das ist irgendwie richtig gut. Deswegen gucke ich mir die Videos nicht nur deswegen, sondern einfach, weil die immer, weil das immer so total... Ist auf den Punkt. Ja, genau. Nur total plausibel und nachvollziehbar, wo man dann denkt, verdammt, er hat recht. Mal wieder. Er hat natürlich... Das ist immer Richtung Drecksau. Sack. Er hat natürlich das Problem, das ist mir gerade bei der Angry Video Game Nerd Folge aufgefallen, wo es halt um den Angry Video Game Nerd ging, wo er halt den analysiert hat, was der Angry Video Game Nerd für Krankheiten hat. Sozusagen. Dass der halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, worauf das auch hinauslief, aber dass der halt auch irgendwie psychische Probleme hat und so. Wo es halt wirklich um die Figur des Angry Video Game Nerds ging und wo dann so viele Kommentare darunter standen wie, ey, du weißt aber schon, dass das nur eine Rolle ist. Dass das eigentlich nicht der Angry Video Game Nerd, sondern James Wolfe ist, der das nur Schauspieler. Obwohl das erst wirklich am Anfang des Videos echt den allerersten Satz ist. Hier, es geht um dieses Ding. Es geht nur um den Angry Video Game Nerd. Es geht nicht um James Wolfe selber.
Und trotzdem, aber das ist so typisch Internet dann halt wieder so. Ja, also man, hä, was soll das denn? So. Oder wo auch ganz viel, ganz oft steht dann halt auch drunter, ja, toll, aber das ist doch nur ein Videospiel, du Vollidiot. Das deine tollen Theorien, bring dir doch überhaupt. Nimm das doch nicht so ernst, ey. Ja, genau, nimm das doch nicht so ernst. Das ist auch so, ja, das ist halt Internet, naja. Ja, Internet in der Nutshell. Da hatte ich übrigens mal die Diskussion unter dem Angry Video Game Nerd Video mit einer, wo ich auf Englisch musste ich das führen, wo ich jemanden davon überzeugt habe, dass sie sich die, oder er, ich weiß es gar nicht genau, sich die Angry Video Game Nerd Videos angucken muss. Wo sie dann irgendwie meinte, sie kannte den nicht und meinte, nee, wenn der Videospiele kaputt macht in seinen Spielen. Oh, was ist jetzt passiert? Ich beende den Satz in meinem Kopf. Wenn der die Sachen kaputt macht, dann guck ich die nicht. Irgendjemand ist gerade aus Skype rausgeflogen, oder? Ich glaube, das ist der Stefan. Ah, Stefan. Stefan! Ey, ich bin das nicht. Dann ist irgendjemand, war jemand in der Konferenz und ist jetzt rausgegangen. Ist wieder rausgegangen. Oh, ich komme halt, nee, ich gehe raus. Nee, ich will nicht. Ja, also. Das war die NSA. Also, der meinte dann, nee, wenn der einer Spiele kaputt macht, dann mag der nicht, dann mag der ja keine Spiele. Und dann musste ich halt ganz lange erklären, warum denn der irgendwie Videogame-Nerd doch Spiele mag. Und anscheinend hat es geklappt. Dann hat sie gesagt, ich habe mir jetzt Spiele davon Videos angeguckt, das ist sehr, sehr gut. Das war Game Theory. But it's just a theory. A Game Theory. Thanks for watching. Cooler ja. Mann, Matt Pack. Macht ja auch noch anderen Gedöns auf dem Kanal. Auch gut. Empfehle ich. Guckt es euch an, liebe Kinder. Auch eine Empfehlung von mir. Sehr gut. Von mir auch. Schön. Wesentlich positiver als Fails. Ja, stimmt. So, habe ich ihn. Genau. Irate Gamer oder Irate Gamer? Ja, Irate the Gamer. Okay. Wo wir gerade schon über den Angry Video Game Nerd gesprochen haben. Ich gebe mal keine Empfehlung für diesen Rezensionstypi, allerdings finde ich, ist er schon eine Erwähnung wert. Von dem hat wahrscheinlich keiner von euch gehört, richtig? Gut, der Irate Gamer, pass auf, ich erkläre euch, was der macht. Der nimmt alte Videospiele, so meistens Nintendo und sowas in der Richtung, und rezensiert die und ist dabei, wird dabei ganz schnell wütend und macht die Spiele kaputt. Aha. Kommt euch das bekannt vor? Ja. Ja. Das kommt vielen bekannt vor. Ja. Der Kerl ist relativ bekannt geworden, hat auch ordentlich Views auf seine Videos, hat allerdings bei einigen die Kommentare auch ausgeschalten, weil da eigentlich nur drin steht, du scheiß Kopiersau. Du machst den Nerd nach. Du bist was, nachmachen. Was auch stimmt. Der Irate Gamer ist später aufgetaucht als der Nerd. Ich habe mir seine Videos angesehen, also der hatte ein paar Rezensionen gemacht von Spielen, die der Nerd nicht gemacht hat. Und deswegen habe ich mir das halt angeschaut. Leg dich selber, Stefan. Bist du rausgeflogen? Hier bin ich. Da bist du. Wieso schreist du? Leck mich doch am Arsch, ey. Scheiß Internet. Ja, was klappt dir mein Internet? Du liegst im Internet. Auf jeden Fall ist der Irate Gamer, also du merkst, er ist halt nicht so sicher vor der Kamera wie der Nerd, versucht aber genau dasselbe zu tun wie der Nerd. Mhm. Ein paar Videos fand ich tatsächlich nicht so schlecht. Lag vielleicht aber auch einfach daran, dass er ganz winzig klein etwas anderen Blickwinkel hatte als der Nerd. Letztendlich ist er aber nichts weiter als eine billige Kopie und ich weiß nicht, wie er mit dem ganzen Hate leben kann. Das gibt Ärger. Oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt kommen die ganzen Irate Gamer Fans und dissen dich. Sollen sie machen. Die ganzen drei Leute, die diesen Podcast hören. Das ist meine Meinung, dass der Irate Gamer eine Kopie vom Angry Video Game Nerd ist und man ihn sich angucken kann, wenn man keine Angry Video Game Nerd Videos mehr übrig hat, weil man alle auswendig kann, dann kann man sich einen Irate Gamer angucken und sagen, oh, das ist aber ein netter. Ich glaube, ich habe letztens das nicht Remake, sondern das Making of zu der 100. Angry Video Game Nerd Folge gesehen. Und ich glaube, da hat er den erwähnt sogar und meinte dann, er findet die Videos gut. Die sind ja auch nicht
Scheiße. Kann auch sein, dass ich einen Scheiß erzähle, aber irgendwie, also der Name und dieses... Ich meine, der Irate Gamer, die Videos, die er macht, sind nicht schlecht. Ich meine, der hat ja auch entsprechend Views. Wenn er einfach nur eine reine Kopiermaschine wäre, dann würde der einfach die Videos nehmen und eins zu eins kopieren und behaupten, er wäre das in genau. Er macht das schon gibt es nämlich auf YouTube. Du siehst halt sehr deutlich, von wem der Einfluss kommt. Ne? Also wirklich extrem deutlich. Und das dadurch, dass das halt auch immer wieder negiert, also sagt, nee, das stimmt nicht, ich bin davon ganz allein drauf gekommen und so, das ist dann halt echt so. Ey, weißt du, was das Problem aber ist, ne? Kann ich natürlich jetzt, ich habe da ja keinen Einblick drin, aber das ist manchmal im Internet so, dass du wirklich auf eine Idee kommst und dann irgendwas mit anfängst und dann feststellst, ach scheiße, da ist aber wirklich schon einer, der das schon vor mir genau so gemacht hat. Mhm. Ja, das kann natürlich sein, nur es ist halt, wie soll man das halt beschreiben? Also es wirkt halt offensichtlich nach, ich mache den AVHN nach, um Erfolg zu kriegen. Er hat ja auch Erfolg, nur er bekommt halt entsprechend auch Hate. Ja, da muss er und halt... Gut viel Hate und damit muss er halt klarkommen. Entweder macht er jetzt noch weiter oder er lässt es sein, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Manchmal ist es halt einfach ein scheiß Timing. Kann auch sein, dass es ein scheiß Timing war. Ich weiß nicht, ich habe mit dem Irate Gamer noch nie gesprochen. Nur das ist halt das, was rüberkommt. Das, ja. Er wirkt halt einfach wie jemand, der versucht, genau dasselbe zu machen wie der Angry Video Game Nerd. Es gab eine Folge, die ich richtig gut fand, das war die zu Super Mario Bros. 2. Oder Mario Bros. 2. Wo er halt ein bisschen Hintergrundgeschichte zu dem Spiel auch aufgedeckt hat. Was ich sehr interessant und informativ fand. Also er hat dieses Gimmick, deswegen habe ich auch ein paar von den Videos auch geguckt, er hat halt einfach mehr Hintergrundinformationen als der Nerd teilweise drin. Mhm. Das muss man ihm halt lassen. Aber ansonsten, Hat er also denn auch ein weißes Hemd an und eine Brille und Kugelschreiber in seiner Brusttasche? Nein, aber er hat auch, glaube ich... Dann ist er auch kein Nachmacher. Ach so, ja, dann natürlich. Dann ist alles gut. Naja, gut. Wolltest du noch was sagen? Nö. Weil ich dir jetzt ins Wort gefallen bin. Nicht. Gut. Dann sagen wir das mal ab. Wir kommen gut voran, glaube ich. Das ist eine gute Mischung immer so. Ich habe nur noch drei auf meiner Liste. Ich habe noch hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Ach Gott. Jetzt ist schon wieder Stefan rausgeflogen, oder? Ich bin auch da. Was ist denn das immer? Wieso höre ich immer das... Jemand ist weg, Geräusch. Was war das denn? Ich bin hier. Mysterious. Du hast mich rausgeschmeißt. Ich hoffe, ich... Ach, du warst das. Ja, ich war weg. Naja. Okay. Machen wir weiter. Dann sag ich einfach nochmal wieder was ich als Einziger auf der Liste habe. Und zwar, ich habe noch zwei Sachen auf der Liste, fällt mir gerade auf. Was nehme ich denn jetzt zuerst? Die Auswahl. Ich hau mal Game One raus. Game One. Als, glaube ich, einzigen deutschen Kanal dieser ganzen Liste. Merkwürdig. Warum machen Deutsche nicht so gute Sachen? Game One. Kennen wahrscheinlich die meisten Zuhörer bestimmt. Ist ja ursprünglich als Fernsehsendung gestartet. Im Prinzip ist es ja eine Videospiel-Games-Sendung, die über aktuelle Spiele-Rezensionen rausbringt und auch immer viel mehr noch zusätzlich machen. Hauptsächlich, warum ich die jetzt aber immer so gut finde, ist einfach für den ganzen Online-Content, den die halt in den letzten Jahren geliefert haben. Da sind auch immer mal wieder Rezensionen dabei. Es sind aber meistens jetzt hauptsächlich auch so Let's Play Gedöns und so. Und Podcast natürlich, der große Vorbild für diesen Nerdship-Podcast ist natürlich der Game One, MTV Game One Plauschangriff. MTV ist es ja gar nicht mehr, glaube ich. Nee, doch, ist es noch von Produktion. Egal. Deswegen musste ich die einfach mal erwähnen, weil die halt die letzten 6 Jahre für mich, oder noch länger, weiß ich gar nicht mehr, mich immer sehr gut unterhalten haben. Auch mit dem YouTube-Kanal Rocket Beans TV. Die probieren halt immer wieder mal irgendwelche neuen Formate aus und da kommen halt ganz großartige Sachen dabei raus. Die Reviews natürlich sind sehr gut, die sind halt auch einfach mal Profis, die das ja auch teilweise gelernt haben, mehr oder weniger. Aber richtig gut sind die halt, wenn die spontan einfach was machen. Ja. Podcasts oder ein Almost Daily oder halt auch mal Let's Plays oder so, wenn die einfach frei Schnauze über irgendwas diskutieren.
Und bei denen merkt man auch einfach, die sind halt wirklich sehr damit verankert und steigern sich auch in alles rein. Also wirklich. Deswegen, dass einfach immer eine Freude ist, denen zuzuhören. Das Gute ist auch einfach bei Game One ist, dass das halt so viele verschiedene sind. Das sind ja haufenweise Leute, da kommen und gehen dann auch immer mal welche. Und du hast halt irgendwie für jeden Geschmack was dabei, sozusagen. Du hast zum Beispiel einen Etienne Gardet, der halt sehr manchmal sehr auf dem Schlauch steht in Spielen und sich aber auch tierisch über alles aufregt. Du hast so einen Super-Nerd wie den Gregor. Du hast so einen sehr zynischen, trockenen Typ wie Nils Bohmhoff. Oder du hast auch einen Typ, der so einen Choleriker wie Simon Kretschmer. Ja, du hast halt irgendwie wirklich für alles dabei. Und ich habe die deswegen in die Liste genommen, weil ich Danke sagen wollte. Gute Unterhaltung. James, lass die Tüte bitte in Ruhe. Lass James. Du machst Stimmgeräusche. Duselige Katze. Böse Katze. Scheiße. Ja, ach ja, Game One. Gute Leute. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mir immer noch das Let's Play angucken von Deadly Premonition. Ach ja, das war sehr schön. Das war super. Ich will ja nochmal irgendwann eine Liste machen, die besten Let's Player und die besten Let's Plays. Bin ich dabei. Und da wäre das zum Beispiel auch relativ weit oben bei mir. Ja, bei mir auch. Ach ja. Aber leider sind die beiden ja nicht mehr bei Game One. Schade, schade. Schade. Schokolade. Naja, egal. Gut. Wollt ihr, ihr könnt auch noch was sagen zu Game One, wenn ihr wollt. Oder? Im Grunde hast du eigentlich fast alles gehört. Also ich kenne die Serie jetzt seit damals auf MTV gezeigt wurde. Dachte mir erst so, was ist das denn für ein Haufen von Idioten? Was? für die ersten beiden Folgen, die ich mir angeguckt habe, von denen war aber doch dann recht schnell überzeugt von der Serie. Und wirklich, die machen sehr guten Content. Man kann sich echt alles angucken, wird informiert und hat wirklich da ein super Entertainment bei. Ja. Die sind halt auch echt kreativ und machen immer wieder was anderes. Es gibt ein Problem mit diesem Anruf. Was ist jetzt los? Hört ihr mich noch? Ja. Stefan mal wieder. Was ist nur los bei euch? Ich weiß es nicht. Es könnte daran sein, dass mein Bruder mir mein Internet klaut, der Drecksack. Dusseliger, schmeiß den raus. Enterb den. Ja. Ich klopfe gleich mal gegen die Decke. So, weiter? Ja, machen wir weiter. Ich war gerade komische Stille. unangenehme Stille. Stille. Cinema Snob. Der Cinema Snob. Coole Drecksau einfach. Coole Drecksau. Auch ein Teammitglied von That Guy with the Glasses, spezialisiert auf Exploitation-Filme und Pornos. Richtig schöne Pornos. Richtig schöne Pornos. Also er rezensiert vom Prinzip her das, wo die, kein anderer würde das mit der Kneifzange anfassen oder irgendwie freiwillig gucken. Und er Gestapos Last Orgy, E.T. der Porno und Gross Out und Violent Shit 1 bis 3. Crazy Fat Ethel und all solche Späße. Guckt er sich an und rezensiert ihn und er hat halt so eine, er hat halt wirklich so eine ich meine, er nennt sich Cinema Snob und hat wirklich so eine Snob-Attitüde. Hat eine wahnsinnig angenehme, sehr coole Stimme und hält seine Videorezension selber qualitativ auch ungefähr auf demselben Niveau wie die Videos, die er rezensiert, die ja meistens aus den 80ern sind. Worüber sich auch viele beschweren, deine Videoqualität ist so scheiße. Und hat das irgendwann auch mal angemerkt, sagt Mutter, ja. Die Menschen im Internet beschweren sich über die Videoqualität eines Typen, der Pornos rezensiert. Ja. Das ist der Hammer. Da muss man auch mal sagen, wenn man sich mal das Vergleich von damals zu heute, die Qualität ist immens gestiegen. Ja. Und trotzdem ist sie noch scheiße. Aber das macht halt meiner Meinung nach halt auch den Charme aus. Ich muss meine Videos nicht im Fullscreen gucken, weil die einfach, die sind halt einfach, wie sie sind. Und es ist dann einfach auch, letztens habe ich tatsächlich eine Rezension gemacht von einem Film, den ich tatsächlich gesehen habe. Und das passiert eigentlich so gut wie nie.
Und damit meine ich nicht diese seltenen Momente, wo er so bekanntere Filme macht, wie Halloween oder I Spit in Your Grave oder Friday the 13th, sondern das war Corpse Grinder. Da bin ich Katzen, ne? Genau, das war mit den Katzen, ja, die Menschenfleisch zu essen bekommen haben, daraufhin Mordinstrumente wurden. Und den Film habe ich irgendwann mal in einer Horrorfilm-Session geguckt, weil ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch hieß, aber es ist halt auch ein deutscher Film tatsächlich gewesen, den ich mir dann angeguckt habe und mir so dachte, mein Gott, was für ein Scheiß, aber interessante Idee, wegklick und dann halb Jahre später macht er halt eine Rezension und ich denke mir so, es kommt mir so bekannt vor. Es kommt mir so bekannt vor. Und in dem Moment, wo halt die Katze anfängt, die Frau aufzuessen, dachte ich so, Moment. Gut, das hatte ich auch schon, mit dem Film Cannibal Ferox, wo halt die eine die Haken durch die Nippel kriegt. Habe ich hier auf dem Trödelmarkt mal vor Jahren gekauft für 2 Euro, heißt hier in Deutschland Rache der Killerkannibalen. Und ich dachte mir zuerst, Moment, die Schauspieler kommen wieder her, wo bekannt vor. Das ist halt echt so, er gräbt halt so Dinge aus, von denen man eigentlich sich wünscht, dass sie nicht existieren. Ich glaube, es gibt dann 5 verschiedene E.T.-Pornos, ne? Dann ein Yeti-Porno, dann hier Let My Puppets Come, also mit Handpuppen, ein Porno mit Handpuppen oder Le Pornos de Simpson Der Turtles-Porno. Und dann auch so Horrorfilme, die einfach nur bescheuert sind. Oder die ganzen Nazi-Filme, die er dann daraus... Oh Gott, die Ilsa-Serien. Und dann war es letztes Mal auch Nekromantik, wo dann... Damit ist er Nekromantik, it's so romantic, it's spelled with a K instead of a C. Das ist ein deutscher Film, Nekromantik und Nekrophilie wird halt mit K geschrieben. Sollte ich ihm das sagen? Nein. Ist auch so schön, dass er halt bei gewissen Filmen seine eigenen Untertitel einbaut. Ja, das ist auch so geil, wenn er in deutschen Filmen dann sich selber einen Untertitel ausdenkt und die runterschreibt, das macht dann einfach mal dreimal lustiger, wenn du es als Deutscher guckst. Und du verstehst natürlich den deutschen Text und dann die Untertitel dazu. Das ist immer so. Das ist nicht das, was ich sage. Wie bei Nekromantik hat beleidigt, meint er auch so. Meint er, du dreckige Sau, geh jetzt hoch, so ein Boss, du Missgeburt. Und der Untertitel stand da halt, nächstes Mal lädst du mich aber ein, ne? Ich will auch mitmachen bei der Sexparty der Leiche. Und das ist dann teilweise echt so, du musst beim Cinema Store musst du echt aufpassen, dass du, welches Video du guckst, weil wenn du etwas guckst und aber irgendetwas isst, kann es sein, dass es ganz schnell wieder hochkommt. Also wie ich schon am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, gesagt habe, irgendwann habe ich mal Gross Out geguckt und dann, ich esse dabei und dann, das war keine gute Idee. Ja. Ja. Und generell auch diese sprechenden Muschi-Videos und das. Die Vagina. Ich fand das so lustig, der hatte doch mal irgendwann gesagt, alles was fehlt, ist, dass es noch Filme gibt über sprechende Penisse. Und ich dachte mir so, wenn er wüsste, dass es hier in Deutschland 2 Filme gibt, harte Jungs und knallharte Jungs, wo die Penisse sprechen. Eigentlich müsste man das mal näher bringen. Allerdings ist es ja nicht aus den 80ern, sondern ein bisschen älter. Deswegen, von wann sind die? Ich weiß nicht, aus den 90ern vielleicht. Ich glaube, der Cut-Off-Date ist 95. Ja. Müsste man näher bringen. Aber es ist auf jeden Fall so. Die Filme, ich glaube manchmal gar nicht, dass die existieren. Letztes Mal hatte er auch so einen Film rezensiert, den er eigentlich niemals rezensieren wollte, weil es. Basically hat er gesagt, just 2 people in front of a Nazi flag. Ja, da war es wirklich einfach nur die ganze Zeit 2 Leute vor einer Nazi-Flagge und fängst du so, wieso existieren solche Filme? Und dann einfach diese Analyse von ihm dazu noch zu kriegen, diese Snob-Analyse, weißt du? Es ist eigentlich verarschen die Filme sich von alleine, du willst sie gar nicht gucken, weil die bescheuert sind, ja? Und dann. Auch so eine Szene halt mit Sigit, dem Bigfoot-Porno. Oh ja. Wo du am Ende dachtest, die Bigfoot vergewaltigt die Frauen, rennt weg und der Typ meint so, one day I get this film for anime. Aber auf einer Stelle hört der Film auf und ist da vorbei und denkst dir, was? Ich werde mich rächen. Ende. Ende. The Beast habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Das ist ein französischen Monster-Porno. Ich habe 11 Filme gesehen. Das ist ganz skurriler Scheiß, genau. Und das, ich meine, beim Critic, wenn du dir da ein Video anguckst, dann willst du manchmal den Film schon sehen, ne? Ja. Dann bist du neugierig, was an dem, ne, wenn der Film auch ganz nett aussieht, oder du könntest sagen, vielleicht gefällt er mir ja doch. Wenn du dir eine Rezension vom Cinema Snob ansiehst, im Regelfall willst du diese Filme nicht sehen. Ja. Nicht. Du bist froh, dass du das reicht schon. Das reicht an, weiß Bescheid und das so.
Da habe ich echt zwei Filme, von denen in der Review im Regal stehen. Einmal halt diesen Cannibal Ferox und einmal Zombie Fear Killing Birds. Die habe ich beide hier stehen, auf dem Flohmarkt gekauft. Cannibal Holocaust war auch ein schönes Video. Also der hat auch eine ganze Ecke an Videos und er feiert es halt, dass er halt diese Filme macht und ich feiere das halt auch. Porno-Holocaust. Porno-Holocaust, ja. Der Film über einen Zombie mit einem riesen Penis, der Leute erstickt, indem er ihnen einen Blowjob verpasst. Genau, ja. Ja, Pink Flamingos war auch sehr schön mit den Ja, sehr, war super. Super Plot vor allem. Keller gefangen halten, sie schwängern und die Babys an Nestenpärchen verkaufen. Ist auch sehr schön. Und diese Oma, die dann immer in diesen Babygestellen sitzt und über Eier redet. Also die Rache halt von den beiden, wo die halt die ganzen Sachen ablecken in dem Haus und die ganzen Möbel halt dann die Besitzer nicht mehr annehmen. Ja. Und immer abwerfen. Ja. Das ist einfach. Also man kann sich den Sinn, man sollte halt nichts essen dabei und man sollte keine, wie ist das, Angst vor Pornos haben und vor ekligen Dingen. Und wenn man sich das dann anguckt, dann ist es also. Ist halt einfach, wie er es rüberbringt, ist einfach super. Diese ganz komplett trockene Adel ist einfach. Oh. Und wieder einmal spielt der Technik 1 einen Streich. Ich muss mal wieder mehr Cinema-Snob-Videos gucken. Die Cinema-Snob, ach. Letztens hat er auch zwischendurch macht er ein paar populärere Filme, halt wie gesagt, Friday the 13th. Halloween hat er, glaube ich, auch gemacht, Last House on the Left und I Spit in the Grave. Und letztens halt auch Silent Night, Deadly Night. Ja. Und das sind halt gute Filme, aber ich finde, er behandelt sie halt genauso wie die ganzen schlechten. Und es macht halt einfach Spaß, wenn er sich dann darüber aufregt, dass er eigentlich nichts zu meckern hat. Und die Filme gut sind. Ja. Sehr schön. Ich hab einige gesehen, aber ich bin dann irgendwie mal davon weggegravitiert. Ich muss mal wieder anfangen. Ja, musst du auf jeden Fall. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder mal Bock gekriegt, immer wieder anzukommen. Also Cinema Snob, wirklich Stefan facepalmt schriftlich. Guck jetzt einfach nicht mehr rein. Ist doof. Stefan! Ich schreibe Stefan. Stefan! Bill, was ist denn da? Skype nicht so. Was ist denn da los? Wir haben es übrigens geschafft, dass Hubi wieder Bock hat, Cinema Snob Videos zu gucken. Ja, ich hatte nie nicht Bock. Ich hab nur einfach mal irgendwie aufgehört. Wie das so kommt, oder auch? Ich habe auf jeden Fall mal Bock, wieder anzufangen. Mach mal, also ich kann nur empfehlen. Er bringt auch ich habe zum Beispiel auch letztens, das hat er als April-Scherz rausgebracht, Demo Reel. Wo er, da ging es auch um E.T., den Porno. Wo er im Prinzip Demoreel verarscht hat, indem er praktisch dann Demoreel nachgespielt hat, wo es dann darum ging, dass sie E.T. den Porno nachspielen wollten. Und das war ach, der. Ey, ist das jetzt nicht die Wahrheit? Was? Ich hab euch, weil es war wieder alles weg hier. Mysterious. Das ist sehr mysterious hier. Ich hoffe. Das ist gleich mal so, dass du denkst, du bist weg, aber wir hören dich die ganze Zeit noch und dann schreist du und regst dich auf. Naja, gut. Wollen wir weiterziehen. Ne? Nächstes. Cinema Snob. Guter Mann. Ja. Total Biscuit. Total Biscuit. Doch einen Fehler gemacht beim Schreiben. Ja. Sehr bekannt auf YouTube. Ich weiß gar nicht, wie viele Subscriber er jetzt gerade hat. 1 Milliarde. Kann gut sein. Also, 26 Millionen. Er ist halt Brite. Und ist jetzt der Stefan wieder weg. Ah, er ist also doch. Brite. Jetzt ist er wieder da. Ja, ich war die ganze Zeit hier. Nein, warst du nicht. Du bist nachher, er war Brite. Er ist Brite. Hat er diese Attitüde mit dabei, dass er halt das unheimlich Snobbische dabei hat. Ist aber auch wieder so ein Review, den man sich anguckt, um Sachen zu erfahren. Ist ein Spiel jetzt gut oder ist es schlecht? Und er ist da ein Review, der wirklich da aufs Technische eingeht und wirklich auf jedes kleinste Detail rüberbringt und wirklich jedes Detail einer erklärt.
wenn man also wirklich Informationen braucht über ein Spiel oder irgendwie eine Software oder sonst irgendwas, da guckt man sich Total Biscuit an, ist da wirklich dann informiert danach. Problem, ich mit ihm eigentlich so ein bisschen habe, ist halt wirklich diese Attitüde, dass er sehr trocken ist und diesen britischen Akzent dabei hat und manchmal ein bisschen langweilig überkommt. Aber wirklich, wenn man Informationen braucht, ist er der Richtige. Gut. Oh, ja. Ich habe mir ja alle Namen aufgeschrieben. Ich werde hier wahrscheinlich alle, die ich nicht kenne, auch mal ab klappern, sozusagen. Okay. Machen wir mal weiter. Wir haben jetzt noch auf meiner Liste, ich guck nochmal, 1, 2, 3, 4 Sachen. Drei große davon. Du hast noch einen? Ich habe nur einen. Wen hast du denn noch? Psst, das darf ich verraten. Achso, du hast. Achso, okay, ja. Klar. Ich dachte, du hättest jetzt noch einen, den ich nicht auf meiner Liste habe. Den ist ein, den wir beide haben. Nee, dann machen wir jetzt nochmal einen großen, dann habe ich nämlich nochmal einen kleinen und dann machen wir noch zwei große. Gut. Linkara. Linkara! Ja, Linkara. ich habe eine Zeit lang seine Videos geguckt. Ich auch. Hab aber irgendwann aufgehört. Ich auch. Und das lag aber nicht daran, dass er schlecht ist, sondern einfach, weil er Comics angefangen hat zu rezensieren, mit denen ich nichts anfangen konnte. Also ich habe echt nur so Comics von Rezensionen von angeguckt, die ich entweder gelesen habe oder die mich interessiert haben. Hm. Silent Hill Videos zum Beispiel, Silent Hill Comics habe ich mir angeguckt. Und er ist halt so ein Fall für sich. Ne? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Fan von diesen Story Arcs vor und hinter den Rezensionen. Aber er ist halt jemand, der das auch akzeptiert und das auch nicht schlimm findet. Und deswegen packt er die Sachen auch wirklich nur am Anfang und ans Ende, damit Leute, die keinen Bock drauf haben, dass sie einfach nur die Rezensionen sich angucken. Und nicht so immer dazwischen gespalten sind, so wie Failist und der Critic das zum Teil machen. Ja. Wo ich halt sagen, ist bei mir eigentlich genauso. Ich habe mir eigentlich den damals angeguckt, weil er halt der Nostalgia Critic Crew gehörte. Habe mir dann wirklich Video von ihm angeguckt, fand da wirklich ein paar sehr gut, aber nach der Zeit ist einfach so die Sache, ich bin kein großer Leser von den Comics, die er reviewt, kann damit nicht viel anfangen und habe dann wirklich nach der Zeit so aufgehört, die Sachen zu gucken von ihm. Er ist gut in was er macht, also er ist wirklich sehr gut darin, Reviews zu machen zu Comicbüchern, ist aber nicht so jetzt mein Fall, dass ich da wirklich jetzt immer gucken muss. Ja, war bei mir im Prinzip auch so, dass am Anfang war es halt so, da gab es ja noch gar nicht so viele. Das sind ja immer auch mehr geworden mit der Zeit. Mhm. Er war ja einer so mit der ersten und dann hat man den halt auch mal geguckt. Ich fand die Story-Kram, den er dann drin hatte, eigentlich immer ganz in Ordnung. Aber ja, das war halt irgendwann auch so, da kamen dann nicht mehr so wirklich viele Comics, die mich interessiert haben auch. Und naja, dann habe ich halt irgendwann mal aufgehört. Das ist aber auch immer so ein Fall, wo ich immer mal denke, ja, irgendwann guckst du noch mal wieder rein, was er denn so macht jetzt gerade. Ich glaube, die einzige Review, die uns richtig im Kopf hängen geblieben ist, von ihm war der, die Reviews im Comic mit dem Typen, der seine Superkraft durch Koks bekommt. Snowflake. Ja, aber ist ein guter Mann, netter Kerl. Was ich auch sehr schön finde, ich habe ihn ja auf Tumblr gefunden und er hat wirklich einen sehr engen Kontakt zu seinen Fans und ist sehr freundlich. Das muss man ihm halt auch lassen. Haha, engen Kontakt zu Fans. Das war ein pädophilen Witz. Ja. Krass. Es ist schon spät. Ich entschuldige mich. Ja, besser ist das. Ja. Okay. Also, Linkara, auch ein guter Mann. Ja. Ja. Wird vom Dave, glaube ich, immer hochgehalten wegen der Dings-Retrospektive, der Powerpuff-Girls. Ach ja, Power übrigens hat Linkara mir ausgerichtet über die YouTube-PMs, dass er unseren Fan-Comic richtig gut fand. Sehr gut. Das von jemandem, der Comics rezensiert. Hat er den mal rezensiert eigentlich? Hat er mal? Ich hatte gesagt, wir haben Angst, dass er den zerreißt wird. Also zerreißt im Video. Der ist voll geil, das würde ich nicht machen. Den soll er den mal rezensieren. Echt? Mach ich wahr. Ja. Katze. Okay, weiter. Text. Was ich nur aufgeschrieben habe. Red Letter Media. Red Letter Media ist der Name der gesamten Internetseite. Hauptsächlich bekannt sind die wahrscheinlich durch die Star Wars Reviews der neuen Teile der Episode 1 bis 3.
Und da ist nämlich auch so ein Ding, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, dass ich mal eins der die besten Reviews so für sich allein gestellt haben will. Und da ist bei mir auf Platz 1 auf jeden Fall diese Star Wars Reviews, weil die sind irgendwie das Beste. Ich, manchmal sage ich auch, das ist das Beste, was jemand ins Internet gestellt hat. Warte mal, war das nicht diese Rezension, die länger ist als der ganze Film? Ja, die. Ah ja, dann. Oder ja, nicht ganz länger als der ganze Film, aber die gehen alle so um die 90 Minuten. Und es ist halt wirklich sehr. Das ist auch so ein Ding, das kann man wahrscheinlich eigentlich auch nur zu Star Wars machen. Das ist halt sehr. Das ist so ausführlich einfach. Also, erstmal muss man erklären, dass der Aufhänger ist ja der Typ, der es rezensiert, man sieht ihn nicht. Man sieht ab und zu mal so seine Hände, dann bricht das Video. Im Prinzip sieht man die ganze Zeit einen Ausschnitt aus dem Film. Aber manchmal bricht das dann auch. Und dann ist die Story halt, es läuft praktisch so eine Backstory mit hinterher, dass der Typ, der das rezensiert, ist ein alter, sehr alter, wahnsinniger, geisteskranker Psychopathen-Opa. Ich glaube, das Einzige, was ich von dem gesehen habe, war das Film Feeling Frenzy. Ja, diesen Film, genau. Ja, das ist, ja, genau, warte, ich komme auch noch drauf zu sprechen. Der halt irgendwie Prostituierte in seinem Keller hat. Und der Grund, warum sie das so gemacht haben, ist halt, das ist halt sehr, ja, auch sehr nitpicking, die ganze Zeit über. Das ganze Ding ist wirklich sehr nitpicking. Die suchen halt wirklich jede Kleinigkeit, was irgendwie scheiße ist, daran raus. Sie haben auch so ein paar Sachen, wo sie sagen, ja, das fand ich ganz in Ordnung an dem Film, aber es ist halt wirklich jede kleinste Kleinigkeit. Deswegen dauern diese Dinger auch so lange. Und sie meinten halt einfach, das hätten sie nicht machen können, mit so einem normalen Typen, weil dann hätte alle gesagt, oh Gott, ihr stellt euch aber auch an. Und deswegen haben sie das in diese große Backstory sozusagen eingebaut, wo dann halt auch echt schlimme Witze kommen. Ich glaube, allein, dass die Review mit dem Satz losgeht, Episode 1 von Star Wars ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Das Schlimmste seit meinem Sohn. Oh ja. Und dann geht's weiter. Doch ich hatte ja Glück, mein Sohn hat sich in einer Bahnhofstoilette aufgehangen. Aber Star Wars Episode 1 wird da bleiben. Für immer. Frei übersetzt auf Deutsch. Und so geht's halt die ganze Zeit weiter. Er erzählt, dann kommen noch Sachen raus mit der Frau irgendwie. Wo es dann irgendwie, dann geht's damit, dass sie da in diesem Raumschiff sind und dann wird da ein Gas eingeleitet. Und die können aber vorher noch die Luft anhalten, wo er dann meint, okay, wie finden wir das überhaupt raus, dass da Gas drin ist, weil das Gas sieht man ja eigentlich nicht und so. Und er dann halt noch irgendwie, ja, nimmt doch das und das, wirkt perfekt, wo er dann halt Tipps gibt, wie man am besten Leute umbringt und alles sowas ist halt auch noch mit drin. Ganz großartig. Und also das sind die Star Wars Reviews, das ist halt das bekannteste von denen, das ist auch das erste, was ich gesehen habe. Und das Red Letter Media ist aber im Prinzip eine Film- eigentlich sind die ja eine Filmcrew, die machen ja auch manchmal, drehen auch selber Filme, die sind mal gut, mal schlechter. Es gibt auch noch dann von dem Mr. Plinkett, so heißt der Typ, der Opa, der hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht, unter anderem Indiana Jones 4 und Cop Dog war es, glaube ich, also auch irgendwie mal so ein Trash-Film. Ganz groß ist auch Half in the Back, wo sie halt aktuelle Kinofilme reviewen. Im Prinzip ist es da immer so, das sind halt Jay und Mike, so heißen die, aber auch in Wirklichkeit, sind zwei VCR, also Kassetten, Videokassetten, Spieler-Reparationstypen. Und die kommen dann in das Haus von diesem Mr. Plinkett, der halt noch so einen Kassettenrekorder hat, Kassetten-Video, wie heißt das denn verdammt? Videorekorder, oh Gott. Und die sollen das dann reparieren und die nutzen den halt die ganze Zeit aus. Im Prinzip sitzen die nur rum, trinken Bier und unterhalten sich dann über die Filme. Und es ist halt auch immer so, es wird halt eingeleitet, es wird geschauspielert, aber auch sehr schlecht, auch gewollt schlecht geschauspielert. Weil sie dann immer so, hey, welchen Film hast du denn als letztes gesehen? Ja, dann lass uns den doch jetzt mal gucken. Weil halt jeder weiß, okay, eigentlich geht's nur um die Filme. Und dann unterhalten sie sich halt einfach über die Filme. Und es ist halt auch sehr nitpicking viel, aber das sind auch immer gute Rezensionen. Also die haben auch echt immer unterschiedliche Meinungen und manchmal überraschende Meinungen. Eine Zeit lang habe ich das immer geguckt und war immer so ziemlich, ah ja, die haben schon immer so das, was ich auch gedacht habe.
Das kommt bei denen auch raus. Und dann ist aber, auf einmal fing es dann auch so an, dass die dann auch mal andere Meinungen hatten, wo ich gedacht habe, okay, ja, gut. Und das Schöne ist, die haben aber auch oft unterschiedliche Meinungen zu Filmen, weil das sind ja mal zwei Typen und dann hast du eigentlich mal so ein Ding, wo das halt in zwei komplett unterschiedliche Richtungen die Aussagen gehen über die Filme, die sie dann da geguckt haben. Ja, sehr gut. Mag ich sehr gerne. Alles, was die machen, ist eigentlich immer sehr unterhaltsam. Sehr gut. Man merkt auch einfach, dass die echt Ahnung haben. Der eine hat auch Film studiert. Die wissen halt auch wirklich, worüber sie reden. Und man merkt es auch. Ich bekomme Zuspruch, wie ich höre. Ja. Red Letter Media, guckt euch das an. Mindestens, zumindest auf jeden Fall die Mr. Plinkett Reviews. Das Beste aus dem Internet. Okay, machen wir weiter. Spoonie. 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 Ja. Was kann ich über den Mann sagen? Es fing doch bei mir mit Spoonie an, erst mit den Final Fantasy 8 Videos. dass ich über die gestolpert bin und wirklich den Mann dadurch vergöttert habe, weil er selber wirklich diesen Hass, genau wie ich auf dieses Final Fantasy 8 hatte, und wirklich das rübergebracht hat, was ich für diese Spiele, für diesen furchtbaren Hass und wie schlecht dieses Spiel eigentlich ist, dass ich gedacht habe, ja, den Mann fördere ich ab sofort. Ich finde es immer toll, dass er ja gerade bei Final Fantasy, was ja eine riesige Fangemeinde hat und auch die Spiele, die er da rezensiert, er sagt ja, er findet ja auch viele Final Fantasies gut, aber auch die, die er halt scheiße findet, haben halt auch diese riesige Fangemeinde und er muss sich halt immer wieder mit denen auseinandersetzen. Wie er das einfach liebt, auch sich mit denen auseinanderzusetzen und denen zu zeigen, nein, ihr habt einfach Unrecht, das ist einfach scheiße. Ihr habt einfach keine Ahnung. Ja, und er ist halt gerne polarisieren, das ist doch auch schön. Ja, und der ist aber auch so der hängt sich aber doch mit rein, vor allen Dingen, das, man muss auch mal sagen, die sind wirklich super aufwendig, die Sachen, die ja, Videos. Die ganze Story-Arc von Final Fantasy Reviews, ja, von 8 bis 13 jetzt zum Ende hin, ja, ist halt super aufwendig. Auch wenn man seine Film-Reviews und andere Game-Reviews anguckt, da hat er immer gewisse Gimmicks drin, was halt unheimlich viel Zeit braucht. Ja, ja, einmal allein schon, er muss ja das ganze Spiel aufnehmen, capturen. Ja. Das ist, weil das so ein ewig langes Spiel ist und dann haben die Teile ja auch manchmal so 10 Teile, eine Review praktisch. Ja. Aber das ist es dann auch wert und er baut halt auch viel so noch so Backstory ein manchmal, dass er selber dann noch irgendwie was darüber zusätzlich zubringt sozusagen. Ja. Und dabei aber immer sehr lustig. Ja. Hass erfüllt. Comedy Faktor ist immer dabei. Ich weiß, ich habe mich damals beim Ende von seiner Final Fantasy 10-2 Review, ich glaube, ich habe mich bepisst vor Lachen, als er in diesem Junior-Kostüm da stand. Ja. Du hast so beautiful. Das halt, was mir bei Spoonie immer sofort einfällt, ist halt dieses Drama, das er dann hatte mit That Guy with the Glasses, weshalb er letztendlich herausgeflogen ist. Das fand ich, weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das ist ja mittlerweile. Führe bekannt. Das doch nochmal aus, Phil. Es ist ja bekannt mittlerweile, dass er bipolar ist, also manisch-depressiv. Das ist ja auch soweit mittlerweile ja schon eine ganz normale Erkrankung, sag ich mal, aber dadurch hat er sich halt auch häufig nicht unter Kontrolle. Deswegen ist er manchmal ja auch so eben auf diesem Konfrontationskurs, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Mhm. So ein bisschen masochistische Veranlagung, sich den Stress gerne zu geben. Und er hatte sich bei That Guy with the Glasses bei vielen Dingen sehr viel geleistet. Also er hat zum Beispiel bei Charity-Versteigerungen hat er irgendwie ein Skype-Gespräch mit einem Fan verkauft und hat das einfach vorzeitig beendet, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Und soweit ich das mitbekommen habe, hatte er auch irgendeinen aus dem Team, ich weiß nicht, ob das Lupa war oder irgendjemand so. Lupa, ja. Lupa. Hat er dann irgendwie auch angedroht, dass er sie vergewaltigen wird und so. Ja, also, er wollte ihn in deinen Sexkiller sperren und dann vergewaltigen. Ja, also Späße, die keine, die nicht spaßig sind, sag ich mal. Also ich bezweifle, dass er das ernst gemeint hat, aber sowas öffentlich halt zu posten, ist halt immer ein bisschen... Das ist halt so die Sache, so ein Gag, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, wie die das ja tun. So ein Gag darfst du auch nur untereinander machen, nicht so ins Internet stellen. Ja.
Richtig. Und daraufhin hat kommt halt dann nicht so gut, glaube ich. Das Glasses sich dann halt ja auch von Spoonie, sag ich mal, getrennt. In beidseitigem Einverständnis, so sah es nach außen hin jedenfalls aus. Und was ich halt immer schön finde, ist, dass er trotzdem immer noch mal kleine Auftritte hat. Also er war ja im Wickerman Review von Master Critic war ja nochmal zu sehen. Und Cinema Snob Videos. Er ist bei den Cinema Snob Videos fast schon regelmäßig mit dabei. Ja, also er ist nicht, wobei der Film kann ja, könnte vorher schon gedreht worden sein. Ich glaube nicht, nee, das war glaube ich wesentlich weiter danach. Auf jeden Fall, dass halt wirklich auch deutlich wird, dass sie sich nicht hassen, sondern dass es einfach sich in beidseitigem Einverständnis gelöst hat und es ist halt schön zu sehen, dass sie sich trotzdem noch gerne haben. Ja. Ja. Und manchmal muss man halt solche Entscheidungen treffen, wenn es der Seite schadet, wenn es dem gesamten Projekt schadet, muss man sich manchmal halt von Menschen trennen, die nicht ins Konzept passen. Tja, so ist es halt. Ist es halt manchmal. Er meinte auch mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, ich glaube, das war ein Audiokommentar zu Boldly Flea oder so, den er ja trotzdem noch gemacht hat, wo er halt meinte, naja, das ist jetzt so, viele hätten ihn noch darauf angesprochen, dass er jetzt total auch Geld verlieren würde und wie das denn für ihn wäre und so, weil er halt so meinte, naja, eigentlich hilft ihm das sogar fast ein bisschen, weil er sich wesentlich mehr auf seine eigene Seite dann auch wieder konzentrieren kann und er braucht das im Prinzip auch nicht. Also das ist ja immer so, du sollst ja dafür sorgen, die haben ja im Prinzip dieses System, die sind die großen Reviewer und die kleineren Reviewer. Und die sollen sich halt immer gegenseitig dann auch so die Views und so zuschippen, zuschustern. Und er hat halt gemerkt, dass von The Guy with the Glasses im Prinzip gar nichts kam. So, die können das ja immer man kann es ja immer nachvollziehen über wann und so, wie viele Aufrufe auf die Seite gekommen sind und so. Und er hat halt gemerkt, dass die meisten Leute haben seine Sachen sowieso auf The Spoonie Experiment halt geguckt. Ja, da habe ich echt alles geguckt, nicht auf der ganze Glass-Seite. Das ist auch einfacher. Ich finde auch, die letzte Seite ist relativ unübersichtlich. Ja, stimmt schon, Ist nicht so besonders gut. Also ich weiß halt, wo die Leute sind, die ich gucken will. Und, genau, dann guckt man es bei denen. Wenn du neu bist auf der Seite, dann musst du erstmal, wo muss ich jetzt hier hin? Übrigens, mein Lieblingsding ist vielleicht das Ultima 9 Review, das Finale. Also gerade das Ende, das war einfach alles sehr gut. Das Ende war super. Ist auch super, der hatte dieses Intro-Lied mit eingebaut in die Review von Ultima 9. Das hat er erst eingebaut, da habe ich ein Video gefunden auf YouTube, das habe ich ihm geschickt und seitdem hat er dieses Intro, die Musik da eingebaut. Da hat ein Typ halt so dieses Rock-Intro gemacht für den, ein kleines Video zugeschnitten aus den Ultima-Review-Teilen und hat den gefragt, soll ich das mal zu Spoonie schicken? Von mir aus gerne, hab's dann getwittert und seitdem hat er es dann halt drin. Ja. Schön. Schöne Sache. Spoonie ist ein feiner Kerl. Ja, ein sehr guter Mann. Guter Mann, ja. Ich hoffe, haben wir das jetzt eigentlich schon gesagt. Guter Mann. Ja, das ist halt so, wenn man es irgendwie auserzählt hat. Ja. Man will ja auch immer noch mal sagen, also ich kann generell ja mal sagen, zu allen Leuten wahrscheinlich eine Empfehlung. Halt, also wir haben ja im Prinzip nur über die Sachen gesprochen, die wir auch gut finden. Ja. Deswegen, also Freunde, die ihr das jetzt hört, alle drei, guckt euch die Sachen ruhig mal an. Führt eine Strichliste und hakt es ab. So, nach Spoonie kommen wir zu dem Mann, über den wir eigentlich schon den ganzen Abend geredet haben. Ja, immer mal wieder. Dem großen, allmächtigen, angry Video Game Nerd. Der Nerd. Guter Mann. Guter Mann. Ende. Über den Angry Video Game Nerd bin ich übrigens gekommen via Animax. Ist er nicht über dich gekommen? Ja, auch. Voll. Aber pass auf. Folgende Situation. Ich hatte eine Zeit lang einen Weblog abonniert von einem sehr kritischen Menschen, der sich über die Leute auf Animax aufgeregt hat. Weil er war Moderator auf der Seite und hat immer wieder so ein paar kleine Sachen aufgedeckt und gepostet. Und irgendwann schrieb er, Zitat, fast Zitat,
wie der Angry Video Game Nerd sagen würde, what were they thinking? Und ich so, ja, wer zur Hölle ist der Angry Video Fuck Game my Nerd? Hairy Monkey Balls! Und dann habe ich den Angry Video Game Nerd gegoogelt und dann habe ich die Videos von ihm gesehen und dachte mir so, was zur Hölle ist das für einer? Und, der sieht ein bisschen aus wie mein Ex, egal, ich guck mir die Videos mal an. Und dann habe ich mir die Videos angeguckt und dann hatte ich irgendwann alle Videos geguckt und dann. Ende. Ich habe mir da vorhin schon erzählt. Bei mir war es halt, da in diesem Schulkonstrukt, in dem Blockunterricht, dass er hatte das schon einige Videos fertig im Prinzip. Und mein Mit-Auszubildender, der hatte halt einfach alle runtergeladen, auf seinen PC, auf den Laptop gepackt. Und dann haben wir halt irgendwie den ganzen Nachmittag nichts anderes mehr gemacht, als irgendwie Videogame-Nerd-Videos zu gucken. Und die waren halt einfach sehr gut. Im Prinzip ist, der ist ja auch so ein bisschen das nee, ich will immer Nonplusultra sagen, aber die Blaupause im Prinzip für viele andere Review-Typen. Er war ja auch halt immer so einer der ersten, was jetzt nicht heißt, da orientieren sich alle an ihm. Aber es trotzdem ist halt so, ich glaube, du jetzt gut oder schlecht findest, wenn du nach Internet-Reviews suchst, du wirst, oder generell nach Reviews im Internet, du wirst immer auf den Angry Video Game Nerd stoßen, egal was du jetzt suchst da. Ist immer da. Als der Critic ja an Popularität gewonnen hat, wurde er ja immer mehr mit dem Nerd verglichen und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie die darauf kommen, außer vielleicht, dass die beide gleich. Die haben beide eine Brille. Das reicht doch schon. Ja, und das war dann halt einfach für mich so ein Zeichen, dass automatisch, wenn du Reviews machst im Internet, die irgendwie was mit Retro oder Nostalgie zu tun haben, dann bist du automatisch irgendwas, das was mit dem Angry Video Game Nerd zu tun ist. Ja. Über die Critic vs. Nerd-Videos bin ich erst überhaupt auf den Angry Video Nerd gekommen. Ich dachte, wer ist der? Warum kämpfen die beiden jetzt? Ja, ich war einfach nur so irritiert, dass ich halt beide geguckt habe, sowohl den Nerd als auch den Critic, und auf einmal haben die beiden miteinander zu tun. Ich dachte, was passiert denn hier? Das fand ich echt super. Ich fand das total cool. Ich habe halt diesen Krieg, also anfangs nicht mitbekommen zwischen den Fans, weil ich die beiden einfach nicht miteinander verbunden habe. Und als ich dann halt, die haben ja dann auch hier so Kommentare gescreenshottet und gepostet, und wie die sagten, so, mein Gott, ich meine, Internet. Aber ich fand das super, wie sie dann darauf eingegangen ist. Im Prinzip, was Doug war ja sehr schlau, weil er hat ja da sehr von profitiert im Prinzip. Ja. Dass er halt gesagt hat, ha, so ein Battle, das wäre schon ganz cool. Und wie sie das auch, das haben sie auch echt cool aufgebaut mit diesen Nachrichten, die sie sich erst hin und her geschickt haben, mit dieser komischen Nachricht, die man erst im Spiegelbild dann sehen konnte und so. Ja, diese Videos, die dann vom Critic kamen und immer mit diesem Vorlauf irgendwie, the Critic is on a mission. Steve Revenge. Siehst du den erst über dieses Feld laufen, aber er hat euch etwas hinterlassen in der Zwischenzeit. Und ich habe das anfangs überhaupt nicht gecheckt. Ich so, was passiert hier überhaupt? Wo ist der unterwegs? Was macht er? Und dann war das auch cool, auch der krasse Kampf dann zwischen den beiden, der auch schön fortgesetzt wurde. I like my boxes! I like boxes! Ich glaube, die erste Folge, die ich von Nerd gesehen habe, waren die Gyromite-Folge, die blöden Roboter, die er hatte. Was, die 100-Jährige? Ich weiß es nicht, ob sie 100-Jährige war. Das war die 100. Folge, ja. 100. Folge? Mit Rob dem Robot. Rob the Robot. Also, das war echt, Gyromite, das ist die 100. Folge. Das war echt die erste Folge, die ich gesehen habe von dem Mann. Die erste Folge, die ich vom Nerd gesehen habe, war tatsächlich die erste Folge. Ja, bei mir auch. Ich habe tatsächlich, wir haben mit der ersten Folge dann angefangen. Mein Kollege kannte die ja alle schon, aber der hat ja gesagt, ach scheiß drauf, wir fangen aber bei der ersten an. Dann haben wir auch von der ersten bis zur letzten Folge die, was damals die, weiß ich gar nicht, wie viel der da schon hatte, 60 oder so? Nee, also weniger waren's. Was mir was ich beim Angry Video Game Nerd halt auch gut finde, also jetzt mal nicht als Nerd, sondern als James Rolfe, für mich jedes Jahr ein absolutes Highlight als Horrorkiffen ist Monster Madness! Cinemassacres! Monster Madness! Also das ist das, worauf ich mich wirklich jedes Jahr freue. Ja. Jedes Jahr. Und dann gucke ich mir auch noch die von vorherigen Jahren immer an. Jeden Tag ein kleines Video zu irgendwelchen alten oder neuen oder was weiß ich, Horrorfilmen. Mein absolutes Lieblings- Projekt von ihm, abgesehen von den regulären Nerd-Episoden. Ich mochte auch You Know What's Bullshit. Oh, da hat er, glaube ich, nur 3 oder 4 Dinger von gemacht, aber die waren auch sehr gut. Die waren auch gut, ja. You Know What's Bullshit. Und ich meine, der Nerd ist echt einer, der es bei mir geschafft hat. Ich habe echt mein letztes Geld mal zusammengekratzt, um für den Film
den er jetzt in Arbeit hat, zu spenden. Ich muss auch sagen, das finde ich auch irgendwie cool. Weißt du, die Sache ist, der ist schon so lange dabei, ne? Eigentlich müsste der König im Internet sein. Aber der ist halt so, der nimmt sich halt die Zeit, die er braucht, um dann wirklich was Besonderes zu machen. Der ist halt irgendwie überhaupt nicht dafür ausgelegt, jede Woche ein Video oder... Er hat ja auch bei dieser Kickstarter-Aktion hat er auch Sachen verschenkt, sag ich mal in Anführungszeichen. Also wenn du gespendet hast, hast du Dinge dafür gekriegt in Return. Ich habe eine exklusive AVHN-Folge bekommen dafür. Ich habe ein signiertes Signierbild von ihm hier gekriegt. Ein signiertes Signierbild. Und einfach auch noch eine, nicht persönliche, aber halt eine direkte Nachricht von James Rolfe selber. Du bist scheiße. Aber das ist halt einfach, und ich bin halt jetzt auch im Live-Ticker, weil ich halt gespendet habe und werde halt immer auf absolut neuesten Stand gehalten, wie es gerade ist, wie weit er mit dem Film ist, was er gerade macht. Und der Trailer, den fand ich so hammergeil und einfach generell das ganze Ding wird so episch. Bin ich von überzeugt, dass das Ding episch wird. Ich finde das auch toll, weil er schon so oft vorher schon so gesagt hat, dass sein Traum halt ist, eigentlich Filme zu drehen. Und dass er durch den Angry Video Game Nerd sich das praktisch selber ermöglicht hat, jetzt sich diese Chance zu machen. Aber dass er das auch nicht irgendwie schlecht macht oder verkauft, sondern dass er genau wirklich seine Vision da rausbringt. Halt mit den ganzen praktischen Effekten und so, was da alles schon mal gezeigt wurde. Dass das halt wirklich wie so ein alter Trash-Film im Prinzip wird, aber mit einer Angry Video Game Nerd Story. Ich habe auch richtig Bock auf den Film. Ja, ich glaube, der wird sehr, sehr gut. Ich bin auch echt bereit dafür, noch ein bisschen zu warten, bis er damit vollkommen zufrieden ist. Ja, klar. Oh. Weil du hast doch eh keine andere Wahl, als zu warten. Ja, natürlich, aber es wird ja natürlich einfach auch angepisst werden. Und so ein Scheiß, ich habe extra Geld dafür bezahlt und jetzt kommt dann nichts, weißt du? Aber wenn du halt siehst, wie er arbeitet und wie viel er arbeitet daran, also er ist wirklich mit so einer Leidenschaft dabei und er ist dann auch ein super sympathischer, bodenständiger Typ, so was du halt mitbekommst von ihm. Ne? Ist halt echt sehr, sehr schön. Ja. Und das ist wirklich so einer, wo ich mich echt gefreut habe, als ich was Privates von ihm erfahren habe. Hey, ich werde Vater. Ich so, ja, geil, er wird Vater. Das so, ich freue mich für ihn. Oh. Und ich bin so, Moment, ich kenne den Typen gar nicht, warum freue ich mich? Ja, aber das ist halt, weil er einfach, weil er halt so ein... Ja, man kennt den ja nicht persönlich, aber so Audiokommentar und so ein Scheiß, so, der erzählt ja viel auch von sich selbst. So. Man wächst immer mehr mit diesen Leuten zusammen. Auch wenn man sie gar nicht wirklich kennt. Ja, also ich auch so, dass ich mit dem, was ich falsch erfinde, mal geheiratet hat. Ich auch so. Yay! Ja, genau. Ist auch schön. Ja, ich meine, aber den Critic, den kennen wir ja persönlich. Das wir wollen ja schon mit ihm eintreten. Wir werden ja fast auf der Hochzeit eingeladen. Boah. Ja, ich konnte nicht kommen. Ja, ich hatte leider keine Zeit. Zahnarzttermin. Ja, ich musste zu Fußpflege. Ja, ich auch, ja. Ich hatte, mein Auto ging nicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Alle Werkstatt. Ja, schade. Ach ja, der Apple-Video-Game. Ne. Guter Mann. Guter Mann, sehr guter Mann. Guter Mann. Oh Gott, das ist ein Laufwerk. Ja. Ja, mir fällt mir auch irgendwie gerade nicht ein. Wir haben den aber auch echt schon oft während der Rezension zu Rate gezogen, immer mal wieder. Ja, weil er halt einfach ein guter Mann ist. Ja. Lieblingsreview, fällt euch spontan eine ein? Ich mag die Bible Games Videos. Was? Spontan kann ich nichts sagen, ey. Bible Games, die er gemacht hat. Ach so, die Bible Games. Ich hab Battle Games verstanden. Battle Games, nein, die Bible Games. Die waren wirklich super. Ich finde ganz großartig die Zelda Philips CDI. Ja, CDI. Oh Gott. Ganz großes Kino ist. Weil das aber. Damals Don't Wear Ties. Ja, was vielleicht aber noch mit reinspielt, da war das erste Mal, dass ich von diesen Spielen erfahren habe. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Nicht? Nee. Ich habe durch den Angry Video Game Nerd erfahren, dass es die gibt. Das war ja auch die Sache. Später, jeder hat da immer was zu gemacht. Irgendwann.
Wo ich immer gedacht habe, ja, hier, Leute, ich habe das schon vor 5 Jahren beim Angry Video Game Nerd gesehen. Braucht ihr mir nichts mehr drüber erzählen. Ich kenne das alles schon. Aber das war super. Der halt Plumber's Dome World Tiles war auch sehr schön. Und einfach auch so wahnsinnig geworden ist. Oder, ach, eigentlich kann man gar nicht so, ich weiß nicht, hier die Revisited von Jekyll und Hyde fand ich auch sehr gut. Hm. Also die eigentlich, ich weiß nicht, ich mag eigentlich alle sehr gerne. Es gibt auch ein Video, da erzählt er einfach nur, wie er das erste Mal, oh Gott, was war es denn, Castlevania oder Ninja Gaiden? Ich glaube Ninja Gaiden. Da erzählt er nur, wie er das erste Mal durchgespielt hat. Wo er irgendwie erzählt, er musste eigentlich morgens zur Schule und er hatte schon das Passwort irgendwie und konnte schon so schnell dahin spielen. Und dann haben seine Eltern ihm das spielen lassen, weil er den halt irgendwie perfekt erklären konnte, warum er das jetzt in diesem Moment gerade kurz davor ist, das durchzuspielen. Und, aber das ist eine coole Geschichte. Ui. Meine Secret Castle, sehr schön. Ja, Simon's Quest oder auch gut. Alles. Ninja Gaiden war auch ein sehr schönes Spiel. Ja, Gaiden. Oh, Game Glitches war auch eine Folge, die rausstarb. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das ist, aber irgendwann kommt das mal. Das ist ja immer so, das Intro-Lied war ja immer so. Dass der Sänger, wie heißt der denn nochmal? Kai, genau. Kai Justin. Halt immer hinter dem Sofa sitzt und das dann spielt. Also der Angry Video Game Nerd sitzt auf dem Sofa und der andere steht hinter dem Sofa und spielt dann so Gitarre. Und irgendwann war das dann mal so, dass er noch irgendwie einen zweiten Spieler sucht. Ja, das war bei Battle House. Ja, genau. Und er sitzt halt hinter dem Sofa. Und dann kommt dieser Gag, dass er immer diese ganzen Hass-Tiraden und so sich immer alles anhören muss und total psychisch davon schon angegriffen ist. Das ist notiert, weil er hinter der Couch lebt. Ja. Irgendwann ist ja auch nur noch das Skelett hinter der Couch. Ja. Oder was auch schön war, die Folge war, wo der Angry Video Game Nerd die Angry Video Game Nerd Games stimmt. Das war auch cool. Das war sehr schön. Vor allem, wenn man dann am Ende das offizielle Angry Video Game Nerd rezensiert hat und dann hat er doch diese Falle mit den Haien und Lava und Spikes. Hat er das in irgendeiner Rezension hat er gesagt, das ist eine Death Trap und eine Todesfalle und man könnte genauso gut auch einfach Haie und bla und blub und was weiß ich machen. Dann haben wir wirklich genau das, was er vorgeschlagen hat, in das Game eingebaut. Voll ausgekratzt. Das war so schön. Ja gut, das hat er ja auch selber geschrieben wahrscheinlich. Ja, klar, aber es war einfach so, wie es halt gedreht wurde, es war einfach wundervoll. Ja. Guter Mann. Gutes Spiel. Guter Mann. Ich bin gespannt auf den Film. Oh ja. Ja. Wir alle, wir hoffen ja, es wird in Deutschland Kinoversionen geben, also zumindest. Kinoversionen nicht, aber es sind ein paar Gespräche. Wegen auf Messen zeigen. Ja. So. Genau. Oh, bitte, bitte, bitte. I know some details, but I am not allowed to tell. Tell us, woman. Nee. Ja, ich glaube, die meisten Sachen weiß ich auch, aber... Ja. So ein bisschen zumindest. Ich habe Informationen bekommen. Wurden mir zugetragen. Egal. Falls es noch... Ja, man wird das ja mitkriegen, wenn es denn soweit ist. Ja. Schön. Erstmal muss der Film auch rauskommen. Ich freue mich schon auf die DVD in meinem Regal. Ja, das wird Sinn. Okay. Gut, dann sind wir ja eigentlich durch, würde ich mal sagen. Ui, gut. Schon. Ja, schon. Drei Stunden. Zweieinhalb Stunden. Ja, genau, zweieinhalb. Wir haben ja nicht von Anfang an. Genau. Ja. 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 Gut. Ja. Ach Gott, ich hätte jetzt schon längst auf die Verabschiedung hinauslaufen sollen. Das war der vierte vierte Teil von Nerdship. Mal gucken, wie ich das schneide, ob ich das vielleicht in zwei Teile aufteile oder nicht. Sehe ich dann ja. Oder ihr habt das dann gesehen, wenn es denn in zwei Teile aufgeteilt worden ist. Ihr drei Zuhörer, ja. Ihr ganzen drei Zuhörer. Hallo, Dave. Ihr habt es aber auch nicht leicht. Naja, ich verabschiede mich. Ich war der Hugi. Daniela.
Nein, ich wir haben das doch schon geübt, verdammt. Haben wir? Ja. Ich bin Daniela, Eike Horrorkissen. Tschüss. Ich bin Stefan Scholz. Stefan Scholz. Das ist mein Name. Horrorkissen, Hugi, Stefan Scholz. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Haben wir noch irgendein gutes Zitat? Guter Mann. Nein, ein gutes Zitat aus irgendeiner Review. Von irgendwas. I remember, so you don't have to. A bad credit card! Tschüss! I was frozen today! I was frozen today! I saw frozen today!